und herzlich willkommen hier im großen Studio zur ersten Konfrontation der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl 2017. In genau 3 Wochen, meine Damen und Herren, wählen Sie den neuen Nationalrat in einer wohl richtungsweisenden Wahl in Österreich. Und heute treffen 6 aufeinander, für die es um alles geht bei dieser Wahl. Begrüßen Sie den Gründer der Liste Pilz und Spitzenkandidaten Peter Pilz. Herzlich willkommen, der Spitzenkandidat der FPÖ, Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend, den Spitzenkandidaten der ÖVP, Sebastian Kurz. Guten Abend. Guten Abend an den Spitzenkandidaten der SPÖ, Christian Kern. Guten Abend. Wir begrüßen die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek. Guten Abend. Und bei uns ist der Spitzenkandidat der NEOS, Matthias Strolz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Unser Ziel heute ist, dass Sie nach diesem Abend wissen, wen Sie wählen sollen, wer Sie am besten vertreten kann im Parlament, dass Sie die Personen und die Positionen kennenlernen. Bevor wir aber in unser großes Thema einsteigen, Gerechtigkeit, möchten wir doch beginnen mit der Frage, warum wir eigentlich hier stehen. Weil eigentlich wäre die Wahl ja erst in einem Jahr regulär gewesen. Herr Kurz, Sie haben die Regierung gesprengt und deswegen stehen wir jetzt hier. War das gescheit? Also aus meiner Sicht war es die richtige Entscheidung. Ich würde die Entscheidung auch so wieder treffen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass in einer Demokratie die Regierungsspitze auch von den Wählerinnen und Wählern gewählt sein sollte. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Parteientscheidungen gehabt, nach Werner Faymann, Christian Kern, nach Michael Spindelecker, Reinhold Mitterlehner. Und wenn ich jetzt auch noch nachgefolgt wäre, dann hätte es eine Regierungsspitze gegeben, wo beide, weder Bundeskanzler noch Vizekanzler, vom Wähler gewählt wurden. Und das halte ich in einer Demokratie für schlecht. Und zum Zweiten habe ich ja die letzten Jahre in dieser Regierung miterlebt und hatte den Eindruck, dass nicht die notwendige Kraft, aber auch nicht die notwendige Einigkeit da war, um eine wirklich große Veränderung in dem Land einzuleiten, vor allem auch in der Migrationsfrage. Und darum war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Und ja, jetzt dürfen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, in welche Richtung sich das Land verändern soll. Und ich glaube, das ist auch legitim. Herr Kern, Sie wollten weiter regieren. Sie haben den Vizekanzler angeboten, dem Herrn Kurz hat abgeschlagen. Hat Sie das verärgert? Nein, das hat es keineswegs. Das ist natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Aber ich bin in den vergangenen Monaten oft gefragt worden, ob ich nicht auch gerne Neuwahlen vom Zaun gebrochen hätte, ob ich das bereue. Die Umfragen waren schon mal besser. Aber mein Punkt ist, nein, ich bereue das überhaupt nicht, weil ich bin vor 15 Monaten in die Politik gegangen, um Verantwortung für Österreich zu übernehmen. Und Verantwortung, das habe ich gelernt in der Familie, in einem Großunternehmen als Chef dort, bedeutet nicht nur zur Verantwortung zu stehen, wenn die Sonne scheint, wenn alles toll läuft, sondern Verantwortung übernehmen heißt auch da zu sein, wenn es nicht so gut läuft. Und was wir getan haben ist, wir haben einen Plan entwickelt für Österreich, nicht einen Plan für meine persönliche Karriere. Und wir haben begonnen, den konsequent abzuarbeiten. Und wenn man sich ansieht, wie weit wir gekommen sind, da muss man sagen, es ist einiges in die positive Richtung gelungen. Die Arbeitslosigkeit ist runter, wir haben einen absoluten Beschäftigungsrekord, die Migration ist Monat für Monat runtergegangen zum Beispiel. Aber wir haben noch viel vor uns, das ist uns bewusst. Und diese Veränderungen, die müssen wir jetzt einleiten. Und da unterscheide ich mich vom ÖVP-Obmann Sebastian Kurz natürlich deutlich in der Einschätzung, weil wenn man jetzt Reformblockaden beklagt und zu kleine Schritte, ja, dann muss man schon die Frage stellen, warum war das so? Und ich habe in den letzten 15 Monaten erlebt, dass hier sukzessive die Regierungsarbeit unterminiert worden ist, sukzessive hier dagegen gearbeitet worden ist. Das war natürlich der ÖVP-Obmann mit seinen Helfern Alla Lobatka und Sobotka, die der Verantwortung getragen haben, die vorgeschickt worden sind. Und jetzt geht es mir darum, den Österreichern zu sagen, nein, wir wollen diesen Weg fortsetzen, wir brauchen Veränderungen. Aber wir brauchen Veränderung mit Verantwortung und vor allem mit Handschlagqualität. Da brauchen wir eine direkte Reaktion, Herr Kurz, bitte. Also ich glaube, es ist niemals eine Seite schuld. Ich habe nie versucht zu behaupten und habe das ja auch damals, als ich Neuwahlen ausgerufen habe, nicht gemacht, dass ich gesagt habe, da ist jetzt die SPÖ oder nur meine Partei dran schuld, sondern ich glaube, wenn es nicht funktioniert, egal ob in einer Ehe, in einer Koalition oder wo auch immer, dann gehören immer beide Seiten dazu. Und ich glaube, dass es einfach in vielen Fragen massive Meinungsunterschiede gibt in der Migrationsfrage, aber auch in anderen Themen. Und ich glaube, es war gut, den Österreicherinnen und Österreichern ein Jahr Dauerwahlkampf und Hickhack in der Regierung zu ersparen. Ich habe mich gegen ein Jahr Dauerwahlkampf, sondern für eine
kurze Wahlkampfphase entschieden, wo die Menschen entscheiden sollen, in welche Richtung es gehen soll. Und das halte ich einfach für den richtigen Weg. Es hat sich jedenfalls für Sie alle, wie Sie hier stehen, sehr stark ausgewirkt, dass Sebastian Kurz im Mai eben die Neuwahlen ausgerufen hat oder verursacht hat. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Pilz. Sie wären ohne Sebastian Kurz heute grün. Sind Sie ihm dankbar? Damit werde ich Sie jetzt nicht überraschen. Nein, aber ich bin ihm für was anderes dankbar, aber meine Dankbarkeit kennt Grenzen, dass es jetzt eine Klärung der politischen Verhältnisse gibt. Da hat er vollkommen recht. Es ist einfach nichts mehr gegangen. Es ist nur noch gestritten worden, es ist nicht mehr gearbeitet worden. Der Herr Kurz sollte nur eines dazu sagen, an wem ist es gescheitert? Und ich bin wirklich kein Freund der SPÖ, das kann man niemand unterstellen. Das kann ich bestätigen. Und das kann ich noch einmal unterstreichen. Nein, aber wir hatten jetzt jahrelang, das ist aber nichts Neues in der österreichischen Politik, einen schwarzen Betonblock, an dem jede Reformidee gescheitert ist. So, und jetzt hat der Herr Kurz meiner Meinung nach was durchaus Originelles gemacht. Er hat gesagt, streichen wir den schwarzen Betonblock türkis an und sagen wir, der Betonblock ist jetzt eine Bewegung und wenn uns das gelingt, dann könnte ich Kanzler werden. Und mein Punkt ist jetzt der, im Grunde hat der Herr Parteiobmann Kurz trotzdem den Österreicherinnen und Österreichern eine einmalige Chance gegeben, nämlich eine große politische Richtungsentscheidung zu treffen. Und ich merke es jeden Tag, die Menschen wollen etwas Neues. Und das ist auch der Grund, und hätten Sie mich gefragt vor 2 Monaten, ob ich mir das vorstellen kann, hätte ich gesagt, nein. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt versuchen, als eine Art Bürgerinitiative, Parlament, mit besonders qualifizierten und engagierten Menschen ein völlig anderes Angebot zu machen. Ich weiß ja nicht, ob es angenommen wird. Aber danke, die Sehnsucht von Deutschland bis Österreich nach einer politischen Alternative ist sehr groß. Und insofern, ja, Herr Kurz, ausnahmsweise bin ich Ihnen dankbar. Herr Strache, bei Ihnen war es so, Sie galten als Kanzlerkandidat, Sie waren in den Umfragen Nummer 1, das hat sich inzwischen geändert. Sind Sie jetzt dankbar oder nicht dankbar? Freuen Sie sich über diese Neuwahlen? Ja, was ist der Grund dieser Neuwahlen? Wir haben erlebt, dass 2 Regierungsparteien, nämlich SPÖ und ÖVP, nicht bereit gewesen sind, auch Verantwortung für ihre Fehlentwicklungen zu übernehmen. Das ist doch der Grund. Ich meine, der Herr Bundeskanzler Kern weist ja permanent darauf hin, erst seit quasi 15 Monaten im Amt zu sein und will mit seiner SPÖ und mit deren Verantwortung nichts zu tun haben. Während umgekehrt der neue ÖVP-Obmann ja der längst dienende längst dienende Regierungsmitglied auch der ÖVP ist und seit 7 Jahren hier ja Verantwortung getragen hat und für all die Fehlentwicklungen, die auch da passiert sind, natürlich auch gerade stehen muss. Und jetzt versucht er natürlich das, was auch zuvor beschrieben worden ist, wegzuwischen. Und das ist schade, denn ich sage, das Einzige, was in dem Land abgeschoben wird, nämlich wenn es um rechtswidrig Aufhältige geht, da wird nicht abgeschoben, aber wenn es um die Abschiebung der eigenen Verantwortung geht, da sind beide sich natürlich einig. Und das ist natürlich schon etwas, wo man festhalten muss, so kann es nicht gehen. Und ich glaube, dieses Täuschungsmanöver gelingt ja nicht. Das haben wir jetzt auch in Deutschland gesehen. Merkel hat das auch versucht und deutlich verloren. Ich sage, solche Täuschungsmanöver, eine Partei von Türkis anzumalen und in Wahrheit natürlich vieles zu verstecken, was auch gestern in der Stadthalle sichtbar geworden ist in der ersten Reihe, nämlich die Altvorderen und die ehemaligen Parteichefs, die da alle gesessen sind, von Josef Bröll bis Spindlecker, bis Schüssel, bis Daus und Co. Das sind ja in Wahrheit auch die Gesichter und Vertreter der alten ÖVP und denen hat natürlich auch die ÖVP und der neue Obmann sich verschrieben. Und das muss man auch beim Namen nennen. Das heißt, die Verantwortung liegt natürlich beim neuen ÖVP-Chef genauso wie bei der SPÖ. Und da ist dramatisch viel schiefgelaufen und da kann man sie nicht herauswinken. Jetzt haben wir schon 2 Statements gehört, wo Sie gesagt haben, schwarz ist türkis geworden. Herr Kurz, vielleicht eine kurze Replik dazu. Jetzt haben wir 3 Statements gehört und alle 3 waren Kritik an mir. Also ich habe schon fast geglaubt, der eine oder andere kommt heute vielleicht, um mit eigenen Ideen zu überzeugen. Aber es ist wieder das ewige Spiel. Man macht den anderen schlecht, um sich selber eine Spur besser zu fühlen. Das ist schade, dass das so ist. Vielleicht ist nachher auch noch mal Zeit für eine inhaltliche Diskussion. Aber was habe ich gemacht und was habe ich versucht? Ich habe versucht,
auf die Stärken der Volkspartei zu setzen, die es gibt, vor allem in den Bundesländern, vor allem in den Regionen, wo es viele gute Leute gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, die auch politische Erfahrung mitbringen. Und ich habe ganz bewusst aber auch aufgemacht für neue Menschen, die einen Beitrag leisten, für einen Rechnungshofpräsidenten Moser, für einen Evgeny Dönmez, der aus meiner Sicht wirklich ein ausgewiesener Experte im Kampf gegen den politischen Islamismus ist. Also wir haben eine breite Bewegung geschaffen und ja, dass Sie das kritisch sehen, ist ja legitim. Dass es bei vielen Menschen gut ankommt, ist die andere Seite der Medaille. Ich sehe nur was anderes kritisch, ne? Denn die Aussagen und auch Ihre Verantwortung, die Sie als Integrationsminister getragen haben, wo Sie damals 2015, als die durch eine schwierige Situation auf uns zugekommen ist, noch von mehr Willkommenskultur gesprochen haben und bis heute das nicht zurückgenommen haben, damals davon gesprochen haben, dass der Islam zu Österreich gehört, was für uns nicht der Fall ist. Herr Strache, alles Punkte, über die wir noch sprechen. Oder auch gesagt haben, der durchschnittliche Zuwanderer sei intelligenter als wir Österreicher, da sollten Sie nicht auf die österreichische Bevölkerung von sich ausschließen. Ich sage, das sind alles Dinge, wo Sie zeigen, dass Sie das bis heute nicht zurückgenommen haben und daher auch keine Glaubwürdigkeit haben. Und es wird daher nicht gelingen, sich aus dieser Verantwortung herauszustellen, zu glauben, kurz vor der Wahl so zu tun, als hätte man damit nichts zu tun gehabt. Und ich sage, ich meine, da brauchen Sie nicht rot werden. Ja? Da sollten Sie sich natürlich schämen dafür, denn das ist nicht redlich und auch nicht ehrlich. Ja? Wir brauchen zuerst aber eine Reaktion vom Herrn Kern. Herr Milgram, nur ganz kurz, weil mir das wichtig ist. Also ich glaube, wenn man schon versucht, jemanden anzupatzen, dann sollte man es mit Argumenten machen, die irgendwie glaubwürdig sind. Also ich glaube, dass jedem in dieser Runde meine Position zur Flüchtlingsfrage bekannt ist. Ich glaube auch, dass viele in Österreich froh sind, dass es uns gelungen ist, die Westbalkanroute zu schließen. Und jetzt ist unser Ziel auch noch, die Mittelmeerroute zu schließen. Betrachte ich nicht als Vollholler wie andere, sondern halte ich für notwendig. Ich bin da immer einen konsequenten Weg gegangen. Und werde ihn auch weiterhin verfolgen. Wir kommen auf diese Themen noch. Die Frau Lunacek sagt nein. Das ist mal ein deutliches Statement. Zuerst ist der Herr Kern noch mal dran. Ich erkläre an dieser Stelle kurz die Spielregeln. Wir haben Sie gebeten, Ihre Wortmeldungen auf eine Minute zu beschränken, damit jeder oft drankommt. Ich mache da immer so ein Zeichen, falls Sie es im Fernsehen sehen, dann sage ich, eine Minute ist vorbei, dann sollte man zum Schluss kommen. Dafür kann aber jeder direkt reagieren, wenn er angesprochen sind. Und Sie, Herr Kern, waren direkt angesprochen, dass Sie Verantwortung nicht wahrgenommen hätten. Naja, aus meiner Sicht muss man, glaube ich, da jetzt versuchen, eine vernünftige Diskussionsform zu finden. Der Michael Häupl hat einmal gesagt, der Wahlkampf ist ein Zeitraum fokussierter Unintelligenz. Also nachdem ich das jetzt 15 Monate erlebt habe, glaube ich, er hat sehr untertrieben. Man könnte da noch zu anderen Begrifflichkeiten kommen, aber was da halt passiert ist, dass man im großen Stil versucht, Inszenierungen vorzunehmen und in Wahrheit abzulenken. Weil die eigentliche Frage, um die es geht, ist, wir wollen unser Land verändern. Da sind sich viele hier einig. Die Frage ist nur, in welche Richtung und haben alle was davon oder nicht. Und was wir versucht haben, ist ganz konsequent, schon alte ÖVP, neue ÖVP, ich muss sagen, ich sehe da auch keine Zäsur. Es tut mir leid, das hat jetzt nur mit Anpatzen wenig zu tun. Bei der Gewerbeordnung. Wir haben versucht, hier einen unternehmensfreundlichen Reformentwurf zu schaffen. Es war mit der neuen ÖVP nicht möglich. Wir haben versucht, bei der Bildung etwas, was der Herr Strolz wahrscheinlich heute noch kritisieren wird, die Politik rauszuhaben aus der Schule, mehr Verantwortung in den Schulen. Es war mit den Ländern und der neuen ÖVP nicht möglich. Und wir haben gemeinsam versucht, die Ehe für alle durchzusetzen, weil es ist 2017 und es war mit der neuen ÖVP nicht möglich. Und ich finde, das sind die Dinge, über die wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Herr Kern, die kommen alle in der Runde. Ich möchte zuerst noch diese erste Runde fertig machen zum Wahlkampf. Frau Lunacek, Sie würden gar nicht hier stehen. Wahrscheinlich wäre es noch Eva Klawischnik, wenn nicht die Neuwahlen ausgerufen worden wären. Sie haben Wolle übernommen. Wie sehr ärgern Sie sich darüber, dass Sie das gemacht haben? Also ärgern tue ich mich darüber überhaupt nicht. Und ich sehe schon jetzt auch eine große Chance. Aber lassen Sie mich zuerst auch kurz reagieren auf das, was bisher hier besprochen wurde. Ich finde schon interessant, dass Ihre Fragestellung, ob jetzt die anderen dankbar sind, dem Herrn Kurz, dass er da die Neuwahlen ausgerufen hat. Ich finde, also erstens einmal ist Dankbarkeit keine politische Kategorie. Aber das andere, ich denke, wir wissen ja mittlerweile, dass Sie, Herr Kurz, dass Sie das ja schon länger geplant haben und dass Sie, auch wenn Herr Strache und Herr Kurz sich jetzt nicht einig sind, sehr wohl schwarz-blau planen. Und das war einer der Gründe, warum ich damals im Mai, als Eva Klawischnik zurückgetreten ist, beschlossen habe,
Ich komme vom Europaparlament auf die Innenpolitik-Ebene, werde Spitzenkandidatin der Grünen, weil ich einfach dazu beitragen will, zu verhindern, dass es noch einmal so etwas gibt wie Schwarz-Blau vor 15 Jahren. Oder 17 Jahren ist es mittlerweile schon fast her, weil das hat Österreich massiv geschadet. Der Ruf im Ausland, aber vor allem auch innerösterreichisch. Hypo-Skandal der FPÖ, 20 Milliarden Euro, die das den Steuerzahler und die Steuerzahlerin kostet. Aber auch massive Kürzungen bei den Pensionen, die Schwarz-Blau verursacht hat. Alles, da kommen wir vielleicht dann später auch noch dazu. Also eine Riesenbestandsaufnahme natürlich zu den Themen. Aber das irgendwie zu sagen, das war mit ein Grund, warum ich das gemacht habe. Und es ist jetzt auch, vor allem nach diesem Sommer, den wir hatten mit Unwettern, mit Dürre, mit Problemen in der Landwirtschaft, die Preise für Lebensmittel werden wahrscheinlich hinaufgehen, ist es ein Grund, auch eines unserer zentralen Themen, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel in den Vordergrund zu stellen. Also ist der Wahlkampf für Sie natürlich auch natürlich eine Möglichkeit, die Themen nachzuschärfen. Und deswegen, von wegen Dankbarkeit, wäre es auch theoretisch möglich, dass Sie sagen, es ist ganz gut, dass jetzt der Wahlkampf stattfindet. Herr Strolz, sonst wäre ich nicht da. Sie sind einer der Spitzenkandidaten, die sowieso da gewesen wären, egal wann die Wahl gewesen wäre, vermutlich auch nächstes Jahr. Ich bin immer da. Das ist alle Zeit. Allerdings, es hätte sein können, dass Sie nicht als eigene Liste dran sind. Es gab eben Gespräche mit einer Zusammenarbeit, eventuell mit der Kurz, ÖVP, mit der Liste Kurz, auch mit Irmgard Christ zusammen. Warum ist daraus nichts geworden? Nicht mit der ÖVP, sondern wir haben mit Sebastian Kurz als Person hier versucht, auszuloten, ist er zu sowas bereit wie Emmanuel Macron in Frankreich, eine echte Bürgerbewegung, eine gemeinsame Bürgerinnenbewegung. Ja, das hat nicht gefunkt und jetzt machen wir es halt zu zweit, die Irmgard Gries und Neos gemeinsam. Und mir geht das Ganze, hat den Lukas da ein bisschen auf den Socken. Es ist jetzt eine Chance da, wo die Menschen Richtung geben können, das finde ich großartig. Ich kann Ihnen sagen, was mir persönlich, was uns Neos wichtig ist, nämlich, dass wir eine Bildungswende schaffen. Wir müssen die Schulen besser aufstellen, die Kindergärten mehr in den Fokus holen. Unerträglich, dass von den 15-Jährigen 23% nicht gerade lesen können. Nach 9 Jahren Schule, es ist so, dass die Menschen mehr Geld in der Geldtasche brauchen. Die Steuerabgabenquote unter Rot-Schwarz, all die Jahre ist da laufend gestiegen. Jetzt gab es kurz einmal eine Steuerreform, die jetzt schon wieder verpufft. Wir brauchen eine Pensionsreform, damit die Menschen auch heute hier, die unter 40 sind, auch sich auf das System verlassen können. Ich will Tempo machen. Und die Taktik, die zipft mir an, ehrlich gesagt, weg mit der Taktik, her mit dem Tempo für Lösungen wir kommen für die Menschen. Dafür stehen wir näher. Wir kommen in der Sekunde, und das wäre sowieso ausgemacht, zu den Themen in der Sendung. Wir wollten nur mal verklären, verorten, wieso Sie alle hier sind, warum wir diese Wahl haben. Jetzt kommen wir zu den Themen, und wir haben in dieser Sendung einen sehr großen Themenkreis ausgesucht, den wir versuchen zu verfolgen. Gerechtigkeit, Fairness und Chancengleichheit. Wer soll wie viel Steuern zahlen? Wer soll wie viel bekommen? Wir wollen auch darüber sprechen im Laufe der Sendung. Wie soll man sich das Leben noch leisten? Wie soll man sich Wohnungen noch leisten von seinem Gehalt leben? Wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern? Und auf welchen Werten soll unser Land gebaut werden? Das ist so unser Fahrplan. Und wir würden gerne starten mit dem Thema Gerechtigkeit und wer soll zahlen? Und dazu haben wir eine Kooperation gemacht. Und zwar sollen die Kinder eine Stimme in unserer Sendung haben. Was sagt denn die nächste Generation, was ihr wichtig ist? Und in einer Kooperation mit Workshop SOS Kinderdorf haben wir den 11-jährigen Omri um ein Statement gefragt. Man sieht ja auch oft sehr viele Bettler. Und das finde ich schlecht, weil sie sollen auch ihren Platz haben, weil sonst ist es eigentlich ungerecht für Reichen und Armen. Weil eigentlich sollten auch die Reichen ein bisschen von ihrem Geld abgeben, aber manche sind sehr geizig. Aber es gibt auch, es gibt auch manche Leute, die sind nicht sehr geizig. Das führt uns zu einer der meist diskutierten Fragen in diesem Wahlkampf, kann man sagen, meine Damen und Herren, zur ersten Einordnung. Ein paar von Ihnen haben das Tafel ja schon ausprobiert, ob es funktioniert. Bitten wir Sie um eine Positionierung, ja oder nein, zu folgender Frage. Soll es in Österreich eine Erbschaftssteuer geben? Heinz-Christian Strache sagt nein, Sebastian Kurz ebenso, Christian Kern sagt ja. Peter Pilz ist für eine Erbschaftssteuer, Ulrike Lunacek sagt ja zur Erbschaftssteuer und Matthias Strolz sagt nein zur Erbschaftssteuer. Herr Strache, wenn Sie die FPÖ sehen oder positionieren wollen als Partei des kleinen Mannes, wie man immer sagt, wie passt da das Nein zur Erbschaftssteuer dazu? Ja, gerade wenn wir von und über Gerechtigkeit sprechen und heute erleben, dass immer mehr Menschen durch
immer höhere Steuern belastet werden, nämlich jene Menschen, die arbeiten, ja, und wirklich etwas leisten. Wenn wir erleben, dass Entwicklungen da sind, wo die kalte Progression nicht ausgeglichen wird, wenn wir wahrnehmen, dass es ja in Wahrheit ja auch Höchsteinkommensteuern gibt, wenn man so will, auch die Reichensteuer mit bis zu 55% in dem Segment. Ja. Wenn wir von Erbschaftssteuer reden, so muss man ja sagen, SP und ÖVP haben ja eine eingeführt. Es gibt ja eine Grunderwerbsteuer als Erbschaftssteuer in Wahrheit, ja, die man gerne verschweigt, wo man von 0,5% auf 3,5% Steigerung hier auch die Menschen, wenn sie erben, auch entsprechend belastet, und zwar beim Eigentum. Und da hat man sogar auch noch eine Veränderung gesetzt, indem eben der Richtwert hier auch eingeführt worden ist. Ja. Und das sind Entwicklungen, wo ich sage, wir haben heute kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Es wird im rot-schwarzen Verwaltungsspeck zu viel ausgegeben bei Höchststeuern, die wir haben, und Höchstbelastungen für alle Leistungsträger. Das heißt, wir müssen Steuern senken, Einkommensteuern senken, Lohnnebenkosten senken, auch die KÖST im ersten Schritt halbieren bis hin zu einer Steuerbefreiung, wenn man wieder bereit ist, Gewinne zu investieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Und ich glaube, dorthin muss die Reise gehen. Staats- und Verwaltungsreform und den rot-schwarzen Verwaltungsspeck abbauen. Herr Kern, Sie haben natürlich die Idee der Erbschaftssteuer auch in den Wahlkampf massiv hineingebracht. Die Rede ist davon, und der Herr Strache hat gemeint, es würde damit die Steuerlast allgemein erhöht in Österreich. Würde das nicht passieren dadurch? Nein, das ist ja ein ganz klares Ablenkungsmanöver, das von den Gegnern der Erbschaftssteuer, das ist ja nicht nur der Herr Strache, so betrieben wird. Worum geht es da? Wir haben einen Vorschlag gemacht, eine Erbschaftssteuer ab 1 Million Euro einzuführen. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben bis 150 Hektar würden die Einheitswerte bleiben. So, das war die Idee. Das trifft 1 bis 2 der reichsten Erben. Warum haben wir das getan? Weil wir die Steuern auf Arbeit und Einkommen senken wollen. Für 4 Millionen Österreicher und Österreicherinnen. Und wir wollen die Lohnnebenkosten für die KMUs, die Klein- und Mittelbetriebe, senken. Wenn wir das tun, und jeder von den Kollegen hat auch Steuersenkungsvorschläge gemacht, dann müssen wir aber auch so ehrlich sein und die Frage beantworten, wie schaffen wir die Entlastung der Mittelschicht und der kleineren Einkommen in Österreich? Und da brauchen wir auch eine Finanzierung. Und deshalb haben wir eine striktere Konzernbesteuerung vorgeschlagen und diese Erbschaftssteuer. Weil wenn Sie sich die Vermögensentwicklungen in Österreich ansehen, ein Durchschnittsverdiener müsste 8-mal auf die Welt kommen, um den Vorteil, den ein Erbe von 1 Million Euro hat, überhaupt zu kompensieren. Das ist unrealistisch. Und wir wollen, dass es die gleichen Chancen für alle gibt. Und deshalb haben wir gesagt, die, die arbeiten, die, die Einkommen haben, die sollen entlastet werden. Und das ist unser Vorschlag. Und ich habe es mit Interesse festgestellt, wer da dagegen ist. Ist klar, wer da welche Interessen vertritt. Ich bin ÖVP, FPÖ, NEOS dankbar, dass Sie das so klar formulieren. Wir stehen jedenfalls auf der anderen Seite. Herr Kurz. Also ich habe einen anderen Blick auf die Dinge. Ich bin seit einigen Jahren ja in der Regierung und mir fällt noch immer jeden Tag etwas auf, wo ich das Gefühl habe, da wird mit Steuergeld nicht sparsam umgegangen. Wir geben für Flüchtlinge 2,7 Milliarden Euro pro Jahr aus. Wir überweisen jedes Jahr 300 Millionen Euro an Familienbeihilfe für Kinder, die nicht in Österreich leben, die nicht österreichische Staatsbürger sind. Und teilweise weiß man gar nicht, ob es sie nur am Papier gibt. Wir leisten uns 21 Sozialversicherungsträger in Österreich. Da ist jetzt der Vorschlag, dass die alle dasselbe machen sollen. Also die Leistungen sollen harmonisiert werden, aber es sollen trotzdem 21 bleiben. Also es gibt genug Einsparungspotenzial in unserer Republik. Und meine Erfahrung mit neuen Steuern ist, dass immer wenn neue Steuern eingeführt werden, dann hilft das nur der Politik, ein paar Jahre weiter zu wursteln und keine Reformen durchzubringen. Und daher bin ich ehrlich gesagt grundsätzlich gegen neue Steuern, ganz gleich, ob das die Erbschaftssteuer oder eine andere ist. Frau Lunacek? Also ich finde es immer interessant, wie die ÖVP und die angeblich neue ÖVP hier argumentiert. Eine Partei, die seit 31 Jahren in Österreich an der Macht ist und ganz viel hätte tun können, wenn Sie nämlich sprechen darum, wie es zum Beispiel kleineren Betrieben geht. Ja, da hätten Sie schon längst die Lohnnebenkosten senken können. Das ist etwas, wo wir auch dafür sind. Das ist notwendig. Ich bin seit 3 Monaten im Amt. Nein, aber als ÖVP-Chef, aber Sie sind schon länger bei der ÖVP, ja, Herr Kurz. Aber als Außenminister, die ÖVP ist seit 31 Jahren an der Regierung. Also als Außenminister dominiert man nicht unbedingt die Wirtschaftspolitik oder die Sozialpolitik. Aber Herr Kurz, Sie haben schon einen gewissen Einfluss in der ÖVP, würde ich einmal sagen. Mittlerweile, aber lassen Sie mich fortfahren. Ja. Lassen Sie mich fortfahren. Als Minister die letzten 7 Jahre lassen nicht. Lassen Sie mich fortfahren. Nicht nur die Grünen. Der Chef des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts hat vor kurzem gemeint, auch die Situation in Österreich gefragt.
gesagt, dass es keinen Platz für Steuergeschenke gibt. Und ich finde auch, es ist so viel, wofür wir Finanzmittel brauchen. Pflege, wir werden alle älter und wir werden alle, haben alle in unseren Familien Menschen, die gepflegt werden müssen. Da brauchen wir auch Geld dafür. Und insofern sagen auch wir als Grüne Ja zu einer Erbschaftssteuer. Und da geht es nämlich, und da sind wir ähnlich wie bei Ihnen hier, zu sagen, es geht um die oberen 10.000. 1% der Bevölkerung in Österreich verfügt über 30% des Vermögens. Und das sind, da geht es um mehrstellige Millionenbeträge. Und in einem Staat, wo wir sehr viel an sozialer Gerechtigkeit erreicht haben, die aber jetzt in Gefahr ist, geht es schon darum, dass hier auch die Reichsten einen fairen Beitrag leisten. Auch das ist wirklich, und da geht es um Gerechtigkeit und um die Finanzierung zum Beispiel von der Pflege. Herr Strolz, sehen Sie anders? Also ich bin der Meinung, wir müssen in Österreich sehr vorsichtig sein, wen wir die Steuern erhöhen oder neue Steuern einführen. Weil wir einfach ein Platz sind auf diesem Planeten wie fast kein anderer, wo den Menschen ganz tief in die Geldtasche gegriffen wird. Und da sagen wir zuerst einmal Sauereien abstellen, bevor neue Steuern eingeführt werden. Es gibt so viele Sauereien, die vor allem in diesem schwarz-roten Filz blühen. Höchste Parteienfinanzierung Europas und sie erhöhen es jedes Jahr. Zum Beispiel in Wien haben die Roten und die Grünen verloren nach der letzten Wahl und dann haben sie, obwohl Wien die höchste Parteienförderung innerhalb Österreichs hat, noch einmal eine neue zusätzliche Parteienförderung erfunden. NEOS ist die einzige Partei, die das nicht annimmt. Das haben die Schwarzen und die Blauen natürlich sofort applaudiert und gesagt, nehmen wir, das sind Dinge, die drücke ich nicht durch. Dann zum Beispiel Transparenzdatenbank. Da kann natürlich der Sebastian Kurz wirklich Muckis zeigen, dass das vermisse ich noch, dass er seinen Landesfürsten, den Fürsten der Finsternis, auf die Zehen steigt und sagt, geht's euch noch, seit drei Jahren, seit über drei Jahren ist das Gesetz, die Transparenzdatenbank. Und sie weigern sich hier einzustellen, welche Förderungen sie wohin geben. Warum, muss man die Frage stellen. Ja, damit sie im Dunkeln weiter ihre Freundeskreise anfüttern können. Doppelförderungen, Dreifachförderungen. Ich halte das für Muster struktureller Korruption. Ich sag's denen auch immer, bitte klagt's mich, ich möchte das vor einem öffentlichen Gericht mit euch diskutieren. Sie machen das nicht, weil sie alle ein schlechtes Gewissen haben. Und deswegen sage ich zuerst diese Sauereien abstellen. Und da sagt die Lotte Tobisch, ich liebe sie, Grand Dame, NEOS ist der Pfahl im Fleisch dieser rot-schwarzen Machtkoalition. Und so ist es. Herr Kern, Sie hätten möglicherweise hier drei an Bord, Herrn Strolz, Herrn Kurz und Herrn Strache, wenn Sie zusagen würden. Die Erbschaftssteuer kommt dazu, aber die anderen werden alle natürlich gesenkt, sodass insgesamt die Abgabenquote herunten ist. Ja, aber das tue ich ja die ganze Zeit. Aber trotzdem. Aber die glauben Sie Ihnen nicht. Nein, die glauben es nicht. Nein, und zwar wissen Sie, warum Sie es nicht glauben. 30 Jahre Erfahrung mit Ihnen, den Sozialdemokraten. Nein, Sozialisten. Freunde. Ja, sicher. Freunde. Immer noch aufbauen. Worum geht es in der Politik? Herr Stolz, Sie verhalten sich strukturell ähnlich mittlerweile wie der Herr Strache in Ihrer Argumentation. Sie entschuldigen. Aber der Punkt ist, worum geht es in der Politik? Und das habe ich gelernt. In den letzten 15 Monaten habe ich verstanden, vergessen Sie die bunten Luftballons, vergessen Sie die schrillen Sprüche, vergessen Sie die bunten Plakate. Es geht in der Politik um beinharte Interessen. Wie werden wir erfolgreich? Und wer profitiert davon? Wir haben gesagt, wir wollen 95% der Österreicher entlasten, deutlich. Und dann sagen die anderen, nein, das geht ja nicht, weil und ihr wollt ja nur auf die Steuern und so weiter. Die Wahrheit ist, ja, die Grunderwerbsteuer gibt es, Sie haben völlig recht, Herr Strache, und ich bin der Meinung, die gehört abgeschafft, weil die Grunderwerbsteuer trifft jeden, der Häusel, eine Wohnung oder sonst was, vom ersten Euro an. Und da hat bislang keiner ein Problem gehabt. Die wollen wir abschaffen und ersetzen durch diese Millionensteuer. Und das Zweite. Sie haben dagegen gestimmt. Ihre Parteien haben es eingeführt. Sie wollten ja, wir machen ein Paket. So, das Zweite bei der Geschichte erhöht. Ist. Herr Kern, Sie haben sogar erhöht vor zwei Jahren. Ja, ich sehe. Ja. Herr Stolz, sind wir wieder bei was dem Sie Problem, das Sie haben. Ich war da nicht dabei. So. Ja, aber Ihre Partei. Jetzt geht es um Folgendes. Und die Glaubwürdigkeit dieser Argumente akzeptiere ich auch deshalb nicht. Weil ich habe oft und oft in Altenheimen ältere Leute erlebt, die zum Pflegefall geworden sind, wo die Pension nicht gereicht hat und das Pflegegeld nicht gereicht hat. Und denen wurde am Ende eines Lebens alles weggenommen. Da gab es zum Beispiel eine Frau, die ich getroffen habe, die hat zwei Sparbücher gehabt, eine Lebensversicherung und eine kleine Wohnung. Die musste ins Altenheim. Und am Ende des Tages hat man Schritt für Schritt alles der weggenommen, die enteignet, was eine 100% Erbschaftssteuer für die alte Dame war. Und wissen Sie, was mir die für Geschichte am Ende erzählt hat? Die hat gesagt, das größte Ziel, das sie hat, ist am Ende des Monats 10 Euro zurückzulegen, damit sie den beiden Enkeln ein Weihnachtsgeschenk am Ende des Jahres machen kann. Und für diese Leute machen wir Politik. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, die Erbschaftssteuer, das will er nicht, weil er 1-2% der Reichsten in Österreich schützen will und von uns gezwungen werden musste, dass wir den Pflegeregress beenden, dem glaube ich kein Wort. Herr Strache scharf in den Startlöchern.
Ja, und dann das Herr ist ja Kurz, genau bitte. Der Punkt. Wer hat denn diese Fairness-Krise geschaffen, die wir heute in Österreich haben, dass es genau solche Entwicklungen gibt, dass Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, ja, dann am Lebensabend mit, ich sag, Bettelpensionen abgefertigt werden, was eine Schande ist für unser Land. Nach 40, 45 Jahren durchschnittlich 940 Euro. Aber vor allen Dingen auch Frauen in dem Land, die als Mütter ein paar Jahre auf ihre Kinder aufgepasst haben und bis heute das nicht voll an die Pension angerechnet bekommen und auch im Pflegebereich in der Regel ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Das sind in der Regel Frauen, die das betreiben und die das nicht angerechnet bekommen und dann eine Pension haben von 250, 350 Euro, weil sie ihrem Ehemann angerechnet werden. Das ist eine Schande, Herr Kern. Von sozialpolitischer Verantwortung hat die Regierung da in den letzten Jahren gar nichts gelebt. Sie hatten 10 Jahre Zeit. Und solche Frauen verdienen eine Mindestsicherung. Aber nicht Menschen, die keine Stunde in das Sozialsystem eingearbeitet haben und keinen Cent da eingezahlt haben und nichts gearbeitet haben und dann 840 Euro Mindestsicherung bekommen. Und das ist genau der Punkt. Ja. Man sieht leider, ja, dass Sie nicht bereit sind, die wirklichen Probleme zu erkennen. Denn es sagt ja sogar bitte Ihr ehemaliger Finanzminister Latziner war es, der die Erbschaftssteuer abgeschafft hat, weil er sagt, das kostet mehr, als sie einbringt. Ja? Ihr Finanzexperte Handrosch sagt, das ist ein Unsinn, eine Erbschaftssteuer, das bringt kein Geld. Und wenn, wäre es ein Missbrauchssystem. Ja? Das sagt Ihr SPÖ-Mitglied Handrosch, der sich auskennen muss. Ja? Und da sind Sie verantwortlich, weil Sie den Menschen durch Arbeit, die sie leisten, mit Höchststeuern das Geld aus der Tasche nehmen und dann plakatieren sie, holt euch das, was euch zusteht. Wer hat es ihnen denn weggenommen? Okay, sie da waren brauchen wir eine direkte Reaktion und dann Herr Kurz. Eine kurze Replik dazu. Wenn wir die 20 Milliarden, die unter Ihrer Führung in Kärnten versenkt worden sind, bei da den sind Banken, Sie jetzt sehr mutig beim Herrn Kaiser und beim Der rettet, ja, das, sind sie jetzt der sehr rettet mutig. Das, der badet aus, was Sie der da hinterlassen haben. Er hat damals haben. Die Haftungen so. Unterschrieben. Ihr Landeshauptmann aber Kaiser, Herr Kern, aber Herr auch wenn Strache, Sie nichts davon wissen wollen. Es tut mir leid, das werden Sie so. Von Ihrer, den Kaugummi kriegen Sie von Ihrer Schuhsohle nicht mehr. Das ist selbstverständlich, weil das waren Sie, also, Herr Kern. Das war die SPÖ, die Milliarden, dabei war. Das haben Sie hier nicht reingebrochen. 20 Milliarden. Wir haben die Zwangsverstaatlichung gemacht. Und wenn wir über Fairness-Krise reden, Sie verwechseln permanent Äpfel mit Birnen, das müssen Sie auch, weil die Logik Ihrer Argumente hinkt manchmal und deshalb versucht man dann Äpfel und Birnen zu vermengen. Ich verstehe das, würde ich auch. Auf die Mindestsicherung werden wir schon noch zu sprechen kommen, aber Fairness-Krise heißt für mich in Österreich, wenn ein 50-Jähriger seinen Job verliert, hunderte Bewerbungsschreiben abliefert und nicht einmal eine Antwort kriegt. Das ist eine Fairnesskrise. Und um das haben wir uns gekümmert und 20.000 zusätzliche Jobs geschaffen. Eine Fairnesskrise ist, wenn jemand 1.500 Euro nicht verdient, Mindestlohn, und wenn ihm dann Leute sagen, du bist zu teuer. Also, was wir wirklich nicht akzeptieren können, ist eine mangelnde Fairness, wenn es darum geht, dass Leute 40 Stunden arbeiten und von ihrem Einkommen nicht leben können. Darum müssen wir uns kümmern. Über das können wir gerne uns weiter auseinandersetzen. Herr Kurz, bitte. Da muss man schon an Herrn Hypo-Vorwürfe reagieren dürfen, wenn Sie so lieb sind. Sie kommen dann noch dran. Kurz, Pilz und Strolz und dann Strache. Bitte, Herr Pilz. Also ich will den Konflikt nicht unterbrechen. Bitte, ich glaube, dass das keine mehr hören kann, dieses gegenseitige Anpatzen. Aber aus meiner Sicht, um wieder zurück zum Thema zu kommen, Steuern. Das Faktum ist, wir sind ein Spitzensteuerland in Österreich. Und ich glaube, die Aufgabe einer nächsten Regierung muss es sein, die Steuerlast endlich einmal massiv zu senken. Und wenn der Herr Bundeskanzler sagt, es gibt viele Leute, die arbeiten gehen und es bleibt ihnen zu wenig über oder sie können davon nicht mehr leben, dann stimmt das. Die Frage ist nur, warum ist denn das so? Weil wir höhere Steuern, Abgaben und Gebühren haben als fast alle anderen Länder dieser Welt. Es gibt kaum ein anderes Land in Europa, wo der Unterschied zwischen einem Brutto- und Nettogehalt so groß ist wie in Österreich. Und das betrifft nicht die Spitzenverdiener, das betrifft auch die kleinen und mittleren Einkommen. Und insofern ist unser großes Ziel, die Steuern vor allem für kleinere und mittlere Einkommen zu senken und insbesondere Familien zu entlasten, weil das sind diejenigen, wo nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch Familienarbeit geleistet wird. Ganz kurze Präzisionsfrage. Wenn die Steuerlast insgesamt sinken würde in Österreich, würden Sie dann sagen, eine Erbschaftssteuer könnte eingeführt werden, wenn es insgesamt niedriger ist? Ich halte eine Erbschaftssteuer grundsätzlich für ungerecht, weil es wird ja immer aus der Sicht des Erben gesehen. Gut. Man muss es einmal auch aus der Sicht des Erblassers sehen, also desjenigen, der vererbt, der hat sein Leben lang gearbeitet, der hat sein Leben lang Steuern bezahlt, der hat gespart. Wenn er sich dann eine Wohnung kauft, hat er wieder Steuern bezahlt und dann wird er sogar dafür noch besteuert, dass er stirbt. Also ich finde, Steuern haben wir schon mehr als genug. Die Entlastung muss einmal das Ziel sein. Herr Pilz, bitte. Ich habe mir das jetzt mit schwindender Geduld angehört. Ich möchte nur eines feststellen.
Die Frage der Gerechtigkeit beantwortet sich darüber, wer Steuern zahlt und wer nicht Steuern zahlt. Und nach dem Modell von ÖVP, von Freiheitlichen und zum Teil auch von den Neos, und das ist heute Realität, zahlen Millionäre keine Steuern, zahlen große Konzerne keine Steuern und zahlen Spekulanten keine Steuern. Das ist ein Faktum. Wir haben keine Finanztransaktionssteuer, da sagen alle, wir wären ja dafür, aber es passiert nichts. Die Erbschaften der Allerreichsten werden nicht besteuert. Und große internationale Konzerne zahlen heute in Österreich weniger Steuern als etwa eine Buchhändlerin in Oberpullendorf. So an dem Punkt sind wir. Wenn die Reichsten keine Steuern zahlen, dann müssen alle anderen die Steuern zahlen. Weil der Bildungsstaat, der Sozialstaat, die Straßen, die Infrastruktur und bis zur Polizei finanziert werden müssen. Und das ist es. Ich habe jetzt lang zugehört und habe mir das... Sie haben ein bisschen einen Nachteil, weil Sie weniger Worte in der Minute unterbringen als die anderen. Also naja, dann müssen Sie noch kurz weiter. Dann machen wir doch die Minuten länger. Das ist eine einfache Lösung. Und jetzt ist der Punkt, wo es mich wirklich zu stören beginnt. Da wird immer von den armen Menschen geredet. Herr Kurz hat einen Vorschlag gemacht, den ich als Ökonom, ich sage es vorsichtig, abenteuerlich finde. Keine Gewinnsteuern mehr auf nicht entnommene Gewinne von Konzernen. Die Industriellenvereinigung hat das nachgerechnet. Die Konzerne ersparen sich auf einen Schlag mindestens 4, wahrscheinlich 6 Milliarden Euro. Das müssen wieder andere zahlen. Das sind wieder kleine. Gleichzeitig spenden genau die Herrschaften aus diesem Bereich, nicht für die SPÖ, nicht für die Grünen, schon gar nicht für meine Liste, sondern natürlich für die Liste Kurz, wahrscheinlich auch für Stolz und Stark. So, Herr Bitte, jetzt haben wir die Minute verdoppelt. Nein, Frau Milborn, nur einen Satz. Und jetzt brauchen wir eine kurze Reaktion. Wenn Sie sich anschauen heute, ein Unternehmer investiert 400.000 Euro in die Liste Kurz. Und er spart sich dann Gewinnsteuern in der Höhe von möglicherweise 40 Millionen. Dann ist es eine sofortige Verzinsung von 10.000%. Ich kann jedem Unternehmer nur raten, ich glaub, in der zeichnen Sie politische Anleihen bei Sebastian Kurz. Ja. So eine Verzinsung gibt es auf der ganzen Welt nicht. Herr Strolz, Sie waren dran, aber wir brauchen keine... Ich weiß nicht, wo Sie Ökonomie studiert haben, am Karl-Marx-Institut wahrscheinlich, aber... ich war 12 Jahre Unternehmer und es ist natürlich so, dass wir das vor allem für die Klein- und Mittelbetriebe wollen. Dass wir sagen, auf nicht entnommene Gewinne keine Steuer. Worum geht es? Es geht darum, dass wir diesen... Wir wollen das Geld in die Drehung bringen. Das ist so wichtig, damit Arbeitsplätze wachsen. Man darf nie vergessen, unter Kern und Kurz ist zu Beginn des Jahres die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren festgestellt worden. Fast eine halbe Million Menschen saßen arbeitslos unterm Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir eine leichte Besserung und jetzt müssen wir schauen, wie können wir den Aufschwung nachhaltig machen. Und da ist wichtig, damit wir hier das Geld in die Drehung bringen, dass Arbeitsplätze entstehen. Wenn ein Unternehmer Geld entnimmt, muss er nach wie vor denselben Steuersatz zahlen. Das ist ganz wichtig, Herr Pilz. Aber wenn er sagt, ich investiere, dann soll der Staat sagen, wunderbar, das bringt Arbeitsplätze. Und einen konkreten Vorschlag will ich noch machen. Nein, Herr Stolz, das ist falsch. Ich bin immer hemmungslos lösungsorientiert. An den Sebastian Kurz einen Vorschlag, weil er auslassen hat in einem Angebot, das hier in dem Fall Strache und ich gemacht haben. Wir haben gesagt, kalte Progression jetzt abschaffen. Das steht in Ihrem Parteiprogramm, steht im Wahlprogramm. Sie haben es gemeinsam unterzeichnet im Regierungsprogramm in Jänner. Und wir haben zwar vorgestern im Parlament oder vor 3 Tagen im Parlament zur Abstimmung gebracht. Die ÖVP hat dagegen gestimmt. Also sie behauptet das eine, sie tut das andere. Gut, und da haben wir eine direkte Reaktion an, bitte. Am 12. Oktober noch einmal einen Anlauf machen im Parlament, Herr Kurz. Und ich frage Sie hier und jetzt, sind Sie dabei, Ihr eigenes Wort einzuhalten oder werden Sie sich, wenn es ernst wird, wieder wegdrehen? Das ist die Frage. 2 Reaktionen bitte von Ihnen. Herr Kurz, bitte. Ich habe nur den Applaus, aber jetzt sind so viele Angriffe, dass ich... Nein, es ist Einladung, es ist kein Angriff. Halleluja. Es ist ein Vorwurf und eine Einladung. Warum nehmen wir die Einladung nicht an, kann ich ganz klar begründen. Wir haben grundsätzlich etwas dagegen, dass budgetrelevante Beschlüsse wenige Tage oder Wochen vor einer Wahl getroffen werden. Ich halte das für unverantwortlich und ich bin der Meinung, dass das so nicht stattfinden soll. Ich halte die Idee für richtig, man muss sie finanzieren, dann kann man sie auch umsetzen. Sie hätten es ja schon aber das wenige können, Tage oder? Vor der Wahl zu beschließen, das halte ich persönlich für unverantwortlich. Für Ihre Taktik günstig, glaube ich. Deswegen machen Sie es nicht. Und der zweite Punkt, Taktik vor Tempo. Und der zweite Punkt, da bin ich mit Matthias Strolz seiner Meinung,
Wir haben das in Estland ja erlebt. Estland ist das erste Land in Europa, das diese Idee eingeführt hat, nämlich den Unternehmern die Möglichkeit zu geben, dass sie keine Körperschaftssteuer bezahlen, wenn sie das Geld ins Unternehmen investieren. Warum macht das Sinn? Wenn der Unternehmer das Geld herausnimmt und sich damit eine Yacht oder sonst irgendetwas kauft, dann profitiert kaum jemand davon. Wenn er aber das Geld investiert und neue Arbeitsplätze damit schafft, dann profitieren alle davon. Und es ist eine Maßnahme, die wir vorschlagen, die die Wirtschaft ankurbeln kann. In Estland hat das funktioniert und wir haben sie auch in Österreich schon einmal erlebt. Als die Körperschaftssteuer gesenkt wurde in Österreich, haben alle gesagt, dass wir... Ich brauche noch eine Reaktion auf den Spendenvorwurf. Das wird Unsummen kosten. In Wahrheit hat sich's nach wenigen Jahren gerechnet. Und zum Spendenvorwurf, schauen Sie, Sie haben jemanden auf Ihrer Liste, der Herr Noll, glaube ich, der hat 100.000 Euro gespendet. Ich kann jetzt sagen, er hat sich den Listenplatz damit erkauft und er hat das bezahlt, damit er kandidieren darf. Ich tue es nicht, weil ich nicht glaube, dass es stimmt. Deswegen haben Sie es jetzt gesagt. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, na Herr Pilz, hören Sie mal zu, ich glaube einfach, es gibt Menschen, die unterstützen Sie, weil Sie für sinnvoll und richtig erachten. Es gibt Menschen, die unterstützen andere Parteien, weil sie glauben, dass die auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben sehr viele Spenden bekommen, vor allem von Kleinstspendern. 90% unserer Spender sind Kleinstspender. Herr Kurz, ein ganz kurzes Statement noch, Herr Pilz. Wir sind sofort weg. Herr Kurz, schauen Sie, da gibt es einen Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe Volkswirtschaft studiert, Sie haben ÖVP gelernt. Das merkt man bei Aber ich muss dazu sagen, Sie haben eine hervorragende Ausbildung genossen. Das merkt man jeder Antwort. Der Punkt ist der, schauen Sie, wenn Gewinne nicht entnommen werden, dann sagt das nichts darüber aus, glauben Sie mir das als Ökonom, was mit diesen Gewinnen passiert. Wir wissen aus Erfahrung, das ist gut untersucht, dass nicht entnommene Gewinne in sehr hohem Maße nicht für Betriebsinvestitionen, sondern für sogenannte Finanzinvestitionen, für Spekulationen verwendet werden. Aber nicht bei kleinen Wenn Sie jetzt, in Österreich. Ja, und da geht es, ja, Herr Stolz, aber es geht um GmbH, ja, Herr Stolz, Ihnen, und hier geht es bei 65% in diesem Fall um Großbetriebe und um große Danke, Konzerne. Herr Pilz. Wir kommen gleich zurück mit dem Thema Gerechtigkeit. Herr Stracher, Sie sind dann dran, Frau Lunacek, Sie sind dann dran. Die Sendung geht noch weiter. Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann zurück, auch mit dem Thema, sollen Flüchtlinge die gleichen Sozialleistungen bekommen wie Österreich, und dem großen Thema, das vielen unter den Nägeln brennt, Wohnen. Bleiben Sie unbedingt dran. Wir sind gleich wieder da. Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei der großen ersten TV-Debatte aller 6 Spitzenkandidaten hier auf Puls 4. Wir haben diese Debatte unter das große Thema Gerechtigkeit gestellt und waren gerade beim Thema, wer soll wie viel Steuern zahlen, ausgehend von der Erbschaftssteuer. Es ist schon gestritten worden darüber, wo soll man sparen, wer gibt am meisten Geld aus, und Frau Lunacek war am Wort, da gebe ich das jetzt gleich das Wort. Vielen Dank. Und ich möchte 2 Punkte ansprechen. Das eine, es ist schon sehr auffallend, dass hier zwischen FPÖ und ÖVP doch ziemliche Ähnlichkeit herrscht. Vor allem habe ich mir Ihr Wirtschaftsprogramm angesehen und Steuerprogramm von beiden. Und Herr Strache, Sie argumentieren immer für den sozusagen kleinen Mann, kleine Frau nicht wirklich, aber was mir auffällt da, dass Ihr Programm eigentlich nur eines ist für die Reichen und die Wohlhabenden. Und ja, das ist so, das war schon bei Schwarz-Blau so, da wurden Ambulanzgebühren eingeführt, da musste man dann gleich mit Bankomat ins Spital, noch wenn man einen Unfall hatte oder wenn man ins Spital musste. Es wurden die Pensionen der kleinen Leute gesenkt, vor allem der Frauen, die jetzt immer noch zu niedrige Pensionen haben. Und da ist wirklich die Frage, wenn Sie jetzt von Gerechtigkeit oder von Fairness reden, kann ich nur sagen, das stimmt einfach nicht. Da gaukeln Sie allen was vor, und Sie würden, wenn Sie an die Macht kommen, Sie beide gemeinsam würden die Reichen noch reicher werden und die Armen noch ärmer. Aber ich möchte einen Punkt noch ansprechen, der bisher, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht, aber überhaupt noch nicht gefallen ist. Da geht es nämlich um die Gerechtigkeit für die Zukunft und für die nächsten Generationen. Bildung. Wir geben Energie, Bildung. Wir zahlen derzeit ja auch. Aber Österreich gibt derzeit 4 Milliarden Euro aus pro Jahr für die Importe von Kohle, Öl und Gas.
Wir müssen raus davon, weil sonst sind alle diese Diskussionen in einigen Jahrzehnten passé, weil wir auf diesem Planeten nicht mehr leben können und die Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen entziehen. Und das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Diesen Kampf um wirklich erneuerbare Energien, Energieeffizienz, das ist nämlich auch etwas, was Haushalten dann hilft, die dann kein Geld mehr für Heizung ausgeben müssen, zum Beispiel. Wir können uns jetzt momentan nicht verzetteln, brauchen aber noch das Statement. Das gehört aber dazu. Das war ganz ein wichtiges Thema. Danke fürs Einbringen, Herr Strache. Reaktion bitte. Ein paar Dinge vielleicht, die auch zurechtzurücken und klarzustellen. Wenn der ÖVP-Parteichef meint, dass berechtigte Kritik grundsätzlich von ihm abgetan werden, als dass man ihn versucht anzupatzen, dann liegt er da völlig fehl. Sondern ich zeige auf die Verantwortung, die sie seit 7 Jahren in der Regierung haben. Und ich meine, ich kenne das Spiel von SP und ÖVP jetzt seit geraumer Zeit und in den letzten 11 Jahren haben wir sie erlebt. Was da alles versprochen wurde vor Wahlen, wo sie auch 7 Jahre jetzt Gelegenheit gehabt hätten, die vorherigen Versprechen ihrer Partei in der Regierung umzusetzen und die dann nicht passiert sind. Ihre Verantwortlichkeiten, von denen sie immer jetzt natürlich ablenken wollen, ich verstehe sie ja schon, das ist ja unangenehm. Ja? Aber da waren sie dabei und da hätten sie all das, was jetzt sozusagen schön auch im Wahlprogramm steht, natürlich in den letzten Jahren auch vorantreiben können. Das ist nicht der Fall. Und deshalb ist es unehrlich. Ja? Und es geht um diese Unehrlichkeit und das ist eine berechtigte Kritik. Ja? Denn da sollten sie dazu stehen und das erwarten auch die Menschen, dass sie eingestehen, da vielleicht auch in den letzten 7 Jahren Fehler gemacht zu haben. Das wäre ehrlich. Und zu dem, was der SPÖ-Parteichef Kern gesagt hat, ja, da sind Sie schon mutig, wenn Sie gerade die Hypo ansprechen. Und ich gebe Ihnen schon recht, in Kärnten damals im Landtag haben alle Parteien den Fehler gemacht, alle, auch Ihre Partei, ja, alle Parteien den Fehler gemacht, damals die Haftungen für Kärnten mit zu beschließen. Ich glaube, die Grünen waren nicht dabei, einmal schon, aber im Wesentlichen nicht. Und dann wurde die Bank, wie Sie wissen, ja verkauft. Und dann kommt genau das Kapitel der Zwangsverstaatlichung, wo wieder SP und ÖVP einen ganz, ganz großen Anteil daran hatten. Und sogar im Dr. Gries-Bericht nachzulesen ist, wo Frau Dr. Gries sehr deutlich geschrieben hat, dass diese Zwangsverstaatlichung in Wahrheit genau den Schaden verursacht hat. Und da sollten Sie ziemlich, ich sage vorsichtig sein, oder waren ziemlich mutig, sage ich bei dem Fall, weil die Zwangsverstaatlichung hat überhaupt erst die Kosten auf die österreichische Bevölkerung übertragen. Die hätten wir. Herr Strache, ich möchte noch mal kurz die Spielregeln erklären. Wir haben gesagt, wir bitten Sie, die Wortmeldungen in sich kurz zu halten und unter einer Minute dafür geben wir die Möglichkeit, sofort zu reagieren. Das heißt, bitte packen Sie nur einen Vorwurf in eine Wortmeldung, dann kriegen Sie auch eine Antwort. Wir beginnen mit dem letzten. Herr Kern, bitte, und dann Herr Kurz. Wie bei Monty Python, bitte nur jeder einkreuzen. Bitte. Ja, ich frage mich gerade, wo man das lernen kann, aber es war eine beeindruckende Offensive jetzt. Aber ich muss dazu sagen, ich denke auch, wichtig ist, dass wir uns vor den inhaltlichen Auseinandersetzungen nicht drücken. Und es ist ja keine Schande, jeder von uns hat was vorgeschlagen und jeder von uns sollte dann auch dazu stehen. Da gibt es Steuerkonzepte, da sagen die einen 12 Milliarden Entlastung, 15 Milliarden Entlastung, 19 Milliarden Entlastung. Ich habe mir schon gedacht, ich habe einen großen taktischen Schnitzer gemacht, warum haben nicht 28 Milliarden Entlastung vorgeschlagen, da müsste nämlich keine mehr Lohn- und Einkommensteuer zahlen. Das Problem ist nur, die mir vorrechnen können, wie man das finanziert, die schlage ich gerne für den nächsten Mathematik-Nobelpreis vor. Ich melde mich weil gleich. Ich kenne das Budget ausführlichst bitte. Und die Konsequenz wird sein, dass diese Versprechungen, das Blaue vom Himmel, am Ende dasselbe Erwachen gibt, wie es schon einmal in der schwarz-blauen Regierung gewesen ist. Nein. Da sind die Leute mit den freundlichsten Träumen ins Bett gegangen und aufgewacht sind mit Kürzungen im Pensions- und im Gesundheitssystem. Und das wird diesmal wieder so sein, weil ich habe bei einem Punkt dem Kollegen Pilz schon recht zu geben. Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Spenden und da, wo da manche großzügigere Brieftaschen öffnen, nicht ihre Herzen, aber die Zahlungsbereitschaft ist beachtlich. Und dann liest man diese Wirtschaftsprogramme. Und dann stellt man fest, die größte Maßnahme in Ihrem Programm zum Beispiel ist ja nicht die Entlastung der kleinen Familien und Alleinerzieher. Das stimmt ja nicht. Da müssen Sie doch so ehrlich sein und das selber mal sagen. Sondern die größte Maßnahme ist eine 4,5 Milliarden Steuersenkung für die Unternehmen in Österreich. Und da machen manche das Geschäft ihres Lebens gerade. Du spendest ein paar Millionen da, bekommst ein paar Milliarden auf der anderen Seite wieder zurück. 10.000%. Und das ist genau die Veränderung, die ich in unserem Land nicht haben möchte. Wir brauchen jetzt 10 Minuten. Bitte. Direkte Antwort, bitte. Herr Strache und Herr Kern haben die Werbepause genutzt. Die Pressesprecher haben wieder die
Wordings hingelegt, die jetzt vorgetragen werden. Ich habe schon wieder vergessen, was Sie gesagt haben. Ich kann mich erinnern an das, was der Herr Bundeskanzler gesagt hat zum Thema der Spenden. Also ich glaube, was es braucht, sind ordentliche Regeln und die müssen auch eingehalten werden. Und wir haben uns, seitdem ich übernommen habe, in der Volkspartei klar zu voller Transparenz entschieden, so wie das die Neos machen, so wie das die Grünen machen, so wie das der Präsidentschaftskandidat Van der Bellen, aber auch andere gemacht haben, Irmgard Gries. Und diesen Weg möchte ich gehen. Jeder kann auf unserer Homepage nachschauen, sieht, dass es 90% Kleinspender gibt, sieht genau, wer gespendet hat. Und wir haben ja in Österreich oft erlebt, dass wenn etwas Dubioses stattfindet, dass es meistens im Verborgenen stattfindet. Bei Ihnen findet es ganz offen statt. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, ist, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann, ist, dass da von manchen der Spendenvorwurf erhoben wird, die sehr viel an Spenden selbst lukrieren. Ach so. Und dass von manchen der Spendenvorwurf erhoben wird, die im Hintergrund Vereine geschaffen haben, die sehr dubios und zwielichtig sind. Mhm. Da gibt es den Ideenverein, über den Geld lukriert werden soll, wo der Geschäftsführer ein SPÖ-Politiker ist, der Verein hat aber natürlich offiziell nichts mit der SPÖ zu tun. Dann gibt es den Verein von Hans-Peter Haselsteiner, der sich zwar gegen die FPÖ und die ÖVP richtet, aber er ist natürlich nicht für die SPÖ, also nur indirekt. Also ich glaube, halten wir uns alle an die Regeln, die es gibt, seien wir transparent. Und wenn es eine Offenlegung der anderen gibt, dann glaube ich, können wir über die Spenden reden. Durchaus interessant, weil wir uns dem Thema widmen wollen, was gerecht ist für die Österreicher mit Steuerlast und wie viel Entlastung ist. Jetzt kommen wir aber zur Gerechtigkeit der Spenden. Naja, also der hat viele Frösche in unterschiedlichen Farben. Sie können alle es uns nachhüpfen. Bei uns sind die Einnahmen und die Ausgaben offen bis zur letzten Klorolle. Semmerl. Bitte auch die Parteienfinanzierung offenlegen, wie sie ausgegeben wird. Das hielt ich für einen Vorteil. Zurück zu Ihrer Frage. 19 Milliarden, Herr Kanzler. Moment, Herr Scholz, bleiben wir ganz kurz. Machen wir mal diese Spendenfertigung und Sie kommen wieder dran. Das ist sehr viel Fiktion vom Herrn Kanzler. Ja, trotzdem, Sie kommen dann nochmal dran. Herr Kern, Sie waren auch direkt angesprochen, was Spenden betrifft. Können Sie da kurz darauf antworten und dann kommen wir nochmal zu den Milliarden. Also ich möchte, auch wenn der Herr Stolz gerade seine Attacke vorbereitet, ihm trotzdem recht geben, weil Sie haben bei einem Punkt recht. Ich denke, mit der Transparenz müssen wir anders umgehen. Weil es nutzt ja nichts, wenn man nur irgendwie einen Teil der Finanzierung sagt und nicht, wofür wir das Geld ausgeben. Wir werden das nächste Woche machen, genauso wie Sie das tun, das offenlegen. Ich finde, das ist richtig. Und Herr ÖVP-Obmann Kurz, Sie haben schon einmal eine Unterlassungsklage bekommen. Die Vereine, mit denen Sie nichts zu tun haben, werden offengelegt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Weil diese Vereine, da gibt es nicht einen Cent, weder in Richtung SPÖ noch sonst wen. Sie haben schon einmal eine solche Auseinandersetzung vor Gericht mit einer einstweiligen Verfügung bekommen. Sie dürfen nicht mehr sagen, dass wir Großspenden nehmen. Wir können das gerne auf die Spitze treiben. Aber dann erzählen Sie mir bitte nicht mehr in der Öffentlichkeit, dass Sie angepatzt werden, wenn Sie im Glashaus sitzen und ständig mit Steinen werfen. Ich habe sogar mit... Wie entschieden wurde. Die SPÖ hat auf Unterlassung geklagt, hat also verlangt vom Gericht, dass man nicht mehr davon sprechen darf, dass es dubiose Vereinskonstruktionen gibt. Und wie hat das Gericht entschieden? Es hat abgelehnt. Das heißt, ich kann das selbstverständlich weiter sagen. Warum? Weil es wahrscheinlich stimmt. Und hätte es eine andere Entscheidung des Gerichts gegeben, dann wüssten Sie das. Sie wissen aber sehr genau, dass dieser Teil abgelehnt wurde. Was wir noch nicht genau wissen, ist, wie hoch genau die Summe ist, die der Hans-Peter Haselsteiner in den einen der beiden Vereine eingezahlt hat. Der mit der SPÖ gar nichts zu tun hat. Der hat mit der SPÖ gar nichts zu tun. Ich muss sagen, Sie bewegen sich da doch sehr dünnemeist. Sehen Sie, Herr Kurz? Könnten vielleicht mal die, die keine Großspender haben, in Ihren Reihen auch einmal das Wort erklären. Sehen Sie, Herr Kurz? Nichts zu tun. Ein Satz noch, Herr Pilz, wenn Sie es schaffen, zu den Spenden und dann gehen wir weiter in den Themen. Sehen Sie, Herr Kurz, wenn man sich zuerst beschwert über Schmutzkübelkampagnen und dann selbst da damit beginnt. Sie sehen jetzt genau, was das geworden ist. Wir hätten uns das alles ersparen können, aber das ist Ihre Verantwortung. Mir geht es um was anderes. Ich möchte nicht, weil wir haben im Parlament wirklich erfolgreich Korruption bekämpft, dass sich das wiederholt, was wir 2000 bis 2006 erlebt haben. Von Eurofighter über Buwog, über Telekom bis zu Hypo Alpe Adria, das waren alles ÖVP-freiheitliche Affären, die insgesamt uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gemeinsam
etwa 20 Milliarden Euro gekostet haben. Nichts davon hat die ÖVP zurückbezahlt. Nichts davon hat die Freiheitliche Partei zurückbezahlt. Jeder sagt, das war die alte ÖVP, die war noch schwarz, das war die alte FPÖ, an die können wir uns überhaupt nicht erinnern. Schauen Sie, Ihr gemeinsamer kollektiver Gedächtnisverlust ist ja nur Flucht aus der Verantwortung. Und eines ist wichtig zu wissen. Wenn das eine Wiedergängerregierung wird, und die Gefahr ist sehr groß, dass der nächste Schüssel Kurz heißt und der nächste Grasser Strache heißt, dass das alles wieder von vorne losgeht. Und das sollen die Leute rechtzeitig wissen, wenn sie am 15. Oktober wählen, was sie da möglicherweise in einer etwas anders lackierten Packung kriegen. Da geht es um Korruption. Danke, Herr Pilz. Und Frau Milborn, wenn wir die Korruptionslöcher stopfen, dann sind das die größten Ersparnisse, die unsere Republik überhaupt lukrieren kann. So, ich nehme jetzt nochmal die Frau Milborn dran und dann antwortet der Herr Strache. Also natürlich, natürlich geht es ja auch um den Faktor Korruption, da gebe ich dem Herrn Pilz recht, weil das war ja das, was wir zuerst schon angesprochen haben, unter Schwarz-Blau erlebt haben. Und das droht auch jetzt wieder. Aber ich möchte noch einmal zu diesen Spenden zurückkommen, als eine Partei, die einige Kleinspender hat, aber keine großen. Mir fällt schon auf, und die Spender von Großunternehmen sind schon angesprochen worden, aber auch von Immobilienunternehmen, die Großspenden an ihre Partei oder ihre Bewegung, ihre neue ÖVP, Herr Kurz, spenden. Und dann wundert es mich nicht, wenn sie nicht bereit sind, eben für Dinge zu tun, wie diese Nichtentnahme, die Gewinnbesteuerung, ja, das nicht zu tun, oder zu sagen, sie wollen eben die nicht entnommenen Gewinne, die wollen sie nicht besteuern. Und dann wundert es mich nicht, wenn sie nicht bereit sind, mitzugehen bei der Frage, dass die Mieten begrenzt werden, die Mietzinsobergrenzen eingeführt werden, dass sich die Menschen das Wohnen wieder leisten können. Das sind nämlich einige große Hausbesitzer, die ihnen spenden. Das sind die Dinge, die hier laufen. Ja, und sie haben es transparent. Sie haben das alles Menschen, transparent gemacht. Die uns 100 gemacht. Euro spenden, das sie sind spenden, alles Großindustrielle. Nein, aber die Großspender und die 10.000 Menschen, sind die gestern in der Stadthalle waren, das sind auch alles Großindustrielle. Die Großspender sind die, wo dann klar ist, welche Politik die erwarten. Ja, und das ist etwas, was ich an diesen Großspendern mache und wo es einfach eine Begrenzung braucht. Aber glauben Sie ernsthaft? Ich würde gerne einen Faktor, der mit Gerechtigkeit zu tun hat, auch hier ansprechen. Frau Milborn, Herr Mohr, haben Sie eine Liste, wie viel Redezeit wir haben? Weil das wäre irgendwie fein auch zu sehen, wie hier die Aufteilung ist und wie gerecht wir reden. Und ich sage es gerne nochmal, was die Spielregeln sind. Wenn Sie jemanden ansprechen, direkt dann darf er antworten. Also wir achten nicht darauf, dass die Redezeit insgesamt bei jedem gleich ist, sondern das heißt, wir achten darauf, dass jeder reden, antworten genau. darf. Das heißt, der Herr Kurz führt derzeit, aber ich glaube jetzt gerade... Ich wollte den Herrn Strolz ansprechen mit einem Vorschlag. Ja. Geschickt. Reden wir über Dinge, die für die Menschen was bringen, einen wir Nutzen stiften für die Bürger. Dazu, Herr Strolz, wir kommen jetzt Ball, zu einem... Ball selber ausgespielt. Das nächste Thema, das wir... haben Sie vergessen, leider Gottes. Wollen Sie wirklich was zur Korruption sagen? Na, selbstverständlich. Es war blau. Danke für den aufgelegten Elfmeter. Danke. Ich meine, danke für den aufgelegten Elfmeter, Frau Milborn, zum Thema Objektivität. Ja. Ich darf noch mal zusammenfassen, worum es ging. Herr Pilz hat gesagt, dass Schwarz-Blau so viel Parteilichkeit Geld, von einer, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Darf ich Ihnen die Frage wiederholen? Weil das haben vielleicht nicht alle Zuschauer noch im Kopf. Der Herr Pilz hat vor mehreren Wortmeldungen gesagt, dass Schwarz-Blau so viel Geld gekostet hat. Und diesen Vorwurf an Sie gerichtet. Genau. 20 Milliarden. Genau. 20 Bitte, Herr Strache, eine Reaktion. Und ich sage, Ihre Einleitung war nicht gerade die objektivste, aber da kann sich jeder wenn Bürger, ich das erklären darf, Sie sagen immer, Sie hatten mit dieser schwarz-blauen Regierung Sie, nichts zu tun, deswegen Herr gebe ich Ihnen nicht. Dann wollen Sie jetzt die Moderation übernehmen. Ich korrigiere da oder dort, ja, und da steht mir natürlich zu, Dinge auch zu bewerten. Und wenn ich immer wieder das erlebe und ich sage, jeder Österreicher Herr Strache, weiß... Herr Strache, dann darf ich es Ihnen nochmal sagen, wir haben diese Frage schon oft besprochen, Sie sagen immer, dass Sie mit der schwarz-blauen Regierung nichts zu tun haben. Deswegen habe ich Ihnen das gar nicht weitergegeben. Wenn Sie es aber nehmen wollen, dann gebe ich Ihnen natürlich gern das Wort dazu, bitte. Ja, Sie haben vorher sogar gesagt, Sie werden mir es geben und haben es dann vergessen. Aber gut, dass ich Sie erinnert habe. Nein, Faktum ist, dass jeder
heute im Land weiß, dass 2002 eine Krise in der Partei durch die Parteibasis ja auch korrigiert worden ist. Nein, nein. Und das ist der Punkt, da kann man lächeln, da kann man lachen. Ja, da kann man lachen. Wir haben damals in der eigenen Partei eine Korrektur geschafft, die der Peter Pilz in der eigenen nicht geschafft hat. Ja. Und wir haben neu begonnen im Jahr 2005. Und ich war derjenige Obmann, der im Parlament alle diese Untersuchungsausschüsse möglich gemacht hat. Das wird ja der Herr Peter Pilz eingestehen müssen, wenn es um Bankenuntersuchungsausschuss gegangen ist, wenn es um Eurofighter-Untersuchungsausschuss gegangen ist. Ich war der, der für die Aufklärung gestanden und eingetreten ist, auch wenn das der Herr Peter Pilz vielleicht heute nicht mehr wissen will. Okay. Aber das sind Realitäten. Machen wir weiter. Genau deshalb kann man sowas auch nicht im Raum stehen lassen. Und natürlich versucht ein Peter Pilz oder auch eine Frau Lunacek natürlich mit den Problemen, die Sie haben. Aber wir machen die Aufarbeitung der FPÖ. Ich möchte nur wirklich einen kurzen Satz dazu. Herr Strache, das stimmt einfach nicht. Ach so. Eines der wesentlichen Ergebnisse des Eurofighter-Untersuchungsausschusses ist, dass bei dem zweiten System von Briefkastenfirmen, nämlich City Chambers in London, eine direkte Spur in eine Rechtsanwaltskanzlei führt, in der damals der freiheitliche Wehrsprecher und Nationalratsabgeordnete Peter Fichtenbauer gesessen ist. Wir konnten das nicht mehr ausreichend aufklären. Herr Pilz, das ist Frage deswegen rechne ich damit, dass Sie den nächsten Untersuchungsausschuss unterstützen, das werden wir den Untersuchungsausschuss, damit wir auch Ihren Parteifreund Dr. Fichtenbauer laden. Den wir heute aber natürlich nicht einberufen. Deswegen würde ich sagen, wir machen einen Schnitt und gehen zum Zukunftsthema. Was soll jemand zahlen? Wie viel Steuern soll jeder bezahlen und wie viele Leistungen soll jeder bekommen? Eine Frage in diesem Land, die ich einleiten möchte, auch mit einer Ja-Nein-Positionierung zu einer sehr oft diskutierten Frage in diesem Wahlkampf. Sollen anerkannte Flüchtlinge dieselben Sozialleistungen bekommen wie Österreicher? Wie schaut da das Ergebnis aus? Nein, sagt Heinz-Christian Strache. Nein, sagt auch Sebastian Kurz. Nein, sagt auch... Christian Kern. Gilt das auch, was der Herr Pilz macht? Ja, das ist bei mir auch so. Wir werden es nachfragen. Dieselben Sozialleistungen wie Österreicher. Nein, nein, nein. Von also der Herr Pilz ist ein bisschen unentschlossen. Er steht in der Genfer Flüchtlingskonvention, sage ich dazu. Deswegen Frau Lunacek sagt nein. Ja. Und der Herr Strolz sagt ja, sie sollen die gleichen bekommen. Warum, Herr Strolz? Sie sind der Einzige mit einem klaren Na. Ja, weil es Teil unseres Grundrechtskatalogs ist. Also wer hier sagt, er will die Genfer Flüchtlingskonvention kippen, der muss das hier auch laut sagen, dass wir hier aus diesem Vertragswerk austreten. Ich habe hier eine andere Lust, nämlich eine Lust nach Lösungen. Wir sind in dieser ganzen Debatte Flüchtlinge, Integration, die Stimme der Vernunft. Und mich zipft es unendlich an, dass die immer zwischen zwei Extrempolen oszilliert. Die einen sagen alle einer, die anderen sagen alle außer. Und ich sage, wenn jemand an Leib und Leben bedroht ist, dann werden wir ihm helfen. Und hier werden wir europäische Solidarität natürlich auch herbeihebeln. Da soll sich niemand davon stellen können. Und dann ist es wichtig, dass wir schnellere Verfahren haben. Da hat Rot-Schwarz völlig versagt. Die Schweiz hat ein Ziel, 180 Tage. Wer bleiben kann, kann bleiben. Den will ich möglichst rasch mit Rechten und Pflichten auf eigenen Beinen haben, dass er möglichst rasch oder sie möglichst rasch auf eigenen Beinen steht, eigenes Einkommen ins System einzahlen und natürlich auch aus dem System herauskriegt dann. Fluchtursachen bekämpfen, da habe ich mehrere Vorschläge gemacht, ein schrittweise Aufbau einer Europaarmee, aber auch, dass wir sagen, Städtepartnerschaften, 1000 im afrikanischen Nordstaatengürtel dort, dass ich sage, Registrierzentren in Nordafrika, dass wir dort auf Basis der Menschenrechte, des europäischen Rechts auch hier die Menschen registrieren und 30.000 Mann und Frauen an die EU-Außengrenze, in Österreich selbst Residenzpflicht, keine unkontrollierte Binnenwanderung. Wenn jemand hier einen Aufenthaltstitel hat, dann muss er auf eine Region zugeteilt werden und dort auch bleiben. Es darf Wien hier nicht weiter kippen, so wie es derzeit unterwegs ist. Und hier haben wir eine Zahl von Vorschlägen gemacht. Das Problem ist, dass hier mehrere Leute sind in der Regierung und in der Opposition, die wollen die Probleme groß machen, weil das ihr politisches Geschäftsmodell ist und nicht die Lösungen. Und das finde ich zynisch. Danke, Herr Scholz. Frau Lunacek, Sie haben ganz kurz geschwankt zwischen Ja und Nein. Verstehen Sie nicht? Sie haben kurz geschwankt zwischen Ja und Nein.
Die gleichen Sozialleistungen? Grundsätzlich ja, aber die Frage um die Sozialleistungen kann man sehr viel verstehen. Aber natürlich, wenn ein Flüchtling anerkannt ist, natürlich muss er oder sie dann hier leben können, muss Unterhalt bekommen für das, was er, das er leben kann, muss aber vor allem auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das ist ja das Wichtigste. Muss aber auch die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen, muss einfach hier so schnell wie möglich integriert werden. Aber ich möchte auch eingehen auf das, worum es denn hier geht, nämlich die Frage, wie kommen wir zu Lösungen und nicht immer nur die Frage, wie viele muss es eine Obergrenze geben oder wie viel können wir denn noch aufnehmen? Und Herr Strolz, einen Punkt nur. Mit einer europäischen Armee lösen wir nicht die Ursachen dessen, warum Menschen zu Flüchtlingen werden. Was wir brauchen, für ist das keine... Für Einsätze, vor sechs Jahren in Syrien. Moment, hätten wir das schaffen, unter UN-Vorschlag-Vorsitz zum Beispiel, eine Herr Strolz, Flugverbotszone. Es geht nicht... Sie haben wirklich Herr keine Ahnung. Herr Strolz, es geht darum, die Fluchtursachen bekämpft, habe ich gerade gemerkt. Mit dem Neos-Flugzeug. Es geht darum, Fluchtursachen zu bekämpfen, heißt zum Beispiel keine Waffenlieferungen mehr an kriegführende Länder. Österreich hat noch letztes Jahr unter einer... rot-schwarzen Regierung 30.000 Kleinwaffen nach Saudi-Arabien geliefert. Saudi-Arabien führt Krieg im Jemen. Das produziert Flucht und Flüchtlinge. Das heißt, das gehört eingestellt. Aber genauso brauchen wir faire Handelsbeziehungen. Lassen Sie mich zu den Fluchtursachen vielleicht noch zwei Worte sagen. Es geht darum, noch zwei dass Worte, wir, aber eigentlich wollen wir über die Sozialleistungen in Österreich sprechen. Aber, gut, aber es geht auch darum, was eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, was können wir denn tun, an den sozusagen die Ursachen zu bekämpfen. Wir brauchen faire Handelsbeziehungen. Wir haben derzeit Handelssysteme zum Beispiel mit Westafrika, wo wir unsere Lebensmittel hochsubventioniert produzieren, die dann dort auf den Märkten die lokalen Märkte kaputt machen. Die Frauen, die dort Gemüse anpflanzen, die können das nicht mehr verkaufen, weil das teurer ist als das, was aus Europa importiert wird. Das heißt, da müssen wir auch ansetzen. Gerechte Handelsbeziehungen, faire Handelsbeziehungen sind da ganz zentral. Danke, Frau Lunacek. Ich würde Sie bitten, beim Thema in Österreich zu bleiben, weil wir sonst die ganze Welt diskutieren und der Wahlkampf ist noch lang, wir werden dazu kommen, aber heute wollen wir beim Thema Sozialleistungen in Österreich bleiben. Herr Kurz, bitte. Sie haben gesagt, nein, nicht die gleichen Sozialleistungen. Ja, und ich kann es auch gut begründen. Die Hilfe vor Ort, die ist richtig und sinnvoll und das ist auch unsere Verantwortung. Ich bin froh, dass wir die auch gerade ausbauen. Aber jeder, der glaubt, dass das die Flüchtlings- und Migrationsfrage löst, der irrt sich. Warum? Die Menschen kommen heute schon nicht aus den ärmsten der armen Länder in Afrika, sondern meistens aus etwas entwickelteren, weil sie sich dann erst den Schlepper leisten können. Und gleichzeitig ist es so, dass wir wissen, dass die Menschen in Europa ganz genau auswählen, in welchem Land sie ihren Asylantrag stellen. Das heißt, es werden weder die Städtepartnerschaften allein noch mehr an Entwicklungszusammenarbeit, was beides gut und richtig ist, das Migrationsthema lösen. Was wir brauchen, ist ein ordentlicher Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union. Wer gerettet wird im Mittelmeer, muss zurückgestellt werden, aber er darf nicht nach Europa gebracht werden, sonst kommen immer mehr. Und innerhalb Europas müssen wir unsere Attraktivität senken. Warum sind so viele Menschen in Österreich? Weil wir attraktiver sind als andere. Warum gehen die Masse der Flüchtlinge weiter nach Wien? Weil Wien in der Mindestsicherung attraktiver ist als andere. Und natürlich ist es ungerecht, wenn Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und für die Pension einbezahlt haben, am Ende nicht mehr bekommen als ein Flüchtling, der neu im Land ist und noch nie einbezahlt hat. Und natürlich ist es auch ein absoluter Fehler im System, wenn wir mit der Mindestsicherung Systeme schaffen, wo sich es gerade im niederqualifizierten Bereich für viele, gerade für Flüchtlinge, oftmals gar nicht ausgeht, also auszahlt, arbeiten zu gehen, weil man in der Sozialleistung gleich gut oder besser aussteigt. Und insofern bin ich klar für die Reduktion. Zwei Bundesländer haben das schon gemacht. Das ist der richtige Weg. Wir wollen ein einheitliches Gesetz österreichweit, wo ganz klar die Mindestsicherung reduziert wird für Flüchtlinge und es braucht aus unserer Sicht auch einen Deckel, dass kinderreiche Familien nicht besser aussteigen, als wenn sie arbeiten sind gehen. Sie sind auch für die unterschiedlichen Standards bei der Sozialleistung an anerkannte Flüchtlinge und an Österreich? Ja, aus meiner Sicht geht es um Folgendes. Wir haben ja
gesehen, dass das ein Phänomen ist und eine große Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Und man muss das seriös diskutieren. Und ich bin sehr skeptisch, wenn man die Probleme zuspitzt, weil da betreibt man sozusagen ein gesellschaftliches Klima, das ich in unserem Land nicht haben möchte. Weil ich möchte, dass wir am Ende eine Gesellschaft sind, in der die Menschen friedlich zusammenleben können. Und bei der Mindestsicherung gibt es ein paar einfache Prinzipien. Das erste ist, wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb sind die Kontrollen massiv verschärft worden. Allein im vergangenen Jahr wurde 100.000 Mal das Arbeitslosengeld Sozialhilfe Mindestsicherung gestrichen. Da kann man noch mehr tun, weil da gibt es immer noch genug, die da durch dieses Netz unter Kontrollen durchrutschen. Und bei den Flüchtlingen ist es so, aus meiner Sicht, dass ganz wichtig ist, dass diese Integration funktioniert. Die da sind, und das muss man den Menschen in Österreich auch ehrlich sagen, die werden auch bleiben. Und wir haben nur die Wahl, zu entscheiden, ob die dieselben Möglichkeiten bekommen, in unserem Land sich zu entwickeln, wie die anderen auch. Und wenn wir es ihnen nicht geben, dann muss es bewusst sein, dass wir die Probleme vergrößern. Dann werden wir die Leute in den Parks haben, auf der Straße. Aber so. Wir zahlen sogar Sozialleistungen, an die negativ beschieden sind, die illegal in Österreich sind. Wir müssen also die Integration natürlich befördern. Und der Grund, warum ich da gesagt habe, nein, war, dass ich meine, da gibt es eine spezielle Situation. Wer diese Integrationsleistung vollbringt, wer Deutsch lernt, Wertekurse macht, die Arbeitstrainings macht, der soll die Möglichkeit haben, dann mehr zu bekommen. Aber das ist das Kriterium, was wir natürlich bei Österreichern und Österreicherinnen nicht haben. Aber Herr Kahn, warum haben Sie die gemeinsame Mindestsicherung österreichweit einheitlich nicht zusammengebracht? Das verstehe ich nicht. Warum können wir nicht das Vorarlberger Modell hernehmen? Das hat doch wohl was mit der ÖVP zu tun. Das hat doch wohl was mit der ÖVP zu tun. Das ist die Vorarlberger Landesregierung. Nehmen wir das Vorarlberger Modell. Wir schichten ab in Sachleistungen. Das halte ich auch für richtig. Mhm. Wir geben auch einen Anreiz, immer zurück die Orientierung auf den Arbeitsmarkt. Aber warum bringen Sie das nicht zusammen? Wir haben es schon einmal besprochen. Herr Stoll, kann ich gern beantworten. Herr Stoll, das wissen Sie doch längst. Zu reduzieren bei der Mindestsicherung erst 3 Wochen vor der Wahl jetzt beginnt. Und es ist auch gut so, dass diese Bereitschaft jetzt stärker wird, weil der Weg, der hier verfolgt wird in Österreich, ist einfach der falsche. Wir haben zu wenig Unterschied zwischen Menschen, die arbeiten gehen und solchen, die nicht arbeiten gehen. Ja. Und wir haben einen massiven Pull-Faktor aufgrund unseres Sozialsystems. Aber dann gehen wir in die Lösung. Ja, aber ja. Wer für Sie Vorarlberg das oberösterreichische oder niederösterreichische Modell? Das oberösterreichische oder niederösterreichische Modell? Dann machen wir es. Herr Strache, beide Regierungspartner oder noch Regierungspartner sagen, nein, es soll keine, nicht dieselben Sozialleistungen geben für anerkannte Flüchtlinge wie für Österreicher. Das sagen Sie natürlich auch. Naja, ich glaube, in einem Punkt sind wir uns einig, wenn es um die Hilfe vor Ort geht, wo es ja leider ein dramatisches Versagen auch der Europäischen Union gegeben hat, weil hier auch Kosten reduziert worden sind. Zum Zweiten, die Menschenrechtskonvention, die angesprochen worden ist, und da vergisst man immer, ja, im ersten Land, wo man sicher ist, fällt sozusagen auch der Anspruch und das Recht, dem Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention zu, dort einen Antrag zu stellen und den auch behandelt zu erhalten. Er hat nicht das Recht, durch weitere unzählige sichere Länder zu reisen, um sich dann die Wunschdestination Österreich, Deutschland oder Schweden auszusuchen. Und genau das ist ja passiert. Und da war ja auch das entsprechende Versagen der Regierungsparteien gegeben, wo im Ministerrat einstimmig, da waren Sie dabei, Herr ÖVP-Parteichef, beschlossen haben, die Grenzen nicht zu schützen, nicht zu kontrollieren, nicht Fingerprints und Fotos zu machen und auch rechtswidrige Zuwanderung abzuweisen. Das heißt, man hat die Probleme zugelassen. Man hat mich damals, als ich den Grenzschutz gefordert habe, alles Mögliche geheißen, hat die Probleme ins Land gelassen. Und daraus sind dann genau diese Fairnesskrisen entstanden, denn auch da war ja SP und ÖVP Teilhaber und ja, diejenigen, die es beschlossen haben, nämlich eine Mindestsicherung, die nicht fair ist, weil wir damals auch darauf hingewiesen haben, dass das eine Magnetwirkung hat, dass das dazu führt, dass natürlich sich herumspricht in der Welt, dass Wirtschaftsflüchtlinge versuchen, hierher zu kommen und zu hoffen, dass man dann mit richtigen Angaben von Verfolgungsgründen am Ende einen Status bekommt. Und wenn man den Status bekommt, ja, dann hat man Recht zu arbeiten. Und dann soll man einmal ein paar Jahre gearbeitet haben und ins System eingezahlt haben, dass man dann Ansprüche erwirbt. Bis dorthin soll es Sach- statt Geldleistungen geben, aber selbstverständlich die Versorgung, die Unterkunft und die medizinische Grundversorgung sicherstellend mit einem Taschengeld. Aber das wäre fair, wenn alles andere ist fair. Wenn wir heute Menschen, die arbeiten, ja, abfertigen, ja, mit 900 Euro, mit 940 Euro, mit 1000 Euro, das ist ja kein faires System. Das versteht ja keiner, der Vollzeit beschäftigt
beschäftigt ist und dann in Wahrheit genauso viel erhält wie jemand, der keine Stunde eingezahlt hat. Herr Strache, Sie haben gerade gesagt, wenn ein Flüchtling anerkannt soll er arbeiten können. Soll er arbeiten können. Ist ja so. Und dann haben Sie aber gesagt, der soll dann einige Jahre lang einzahlen und er soll aber schon irgendwie ein Taschengeld kriegen. Ich meine, wenn er arbeitet, soll er schon einen Lohn kriegen. Wenn er arbeitet, kriegt er einen Lohn. Wenn er nicht arbeitet, kriegt er eine Sachleistung. Genau, das ist doch eine Stimme, Ministerrat, die vorher das Thema war. Ganz kurz noch. Darf ich nur ganz kurz was ausführen, was, glaube ich, wichtig ist? Ich möchte den Herrn Strache bei einem Punkt unterstützen. Den sehe ich genauso, den habe ich auch die letzten Jahre immer so vertreten. Das große Problem, das es gibt, ist, dass die Menschen nicht nur auf der Suche nach Schutz sind, sondern natürlich auch entscheiden und auch entscheiden können, man hat das zugelassen, leider, in welchem Land sie ihren Asylantrag stellen. Und das ist ein Riesenproblem. Ich habe im Jahr 2015 immer wieder eine Zahl betont. Wie viele Asylanträge gibt es in unserem Nachbarland Slowenien und wie viel gibt es bei uns? In Slowenien nicht einmal 1.000, obwohl die meisten Menschen durch Slowenien durchgezogen sind und in Österreich über 90.000. Und jetzt aber damals sind Sie noch am Schoß der Frau Merkel gesessen. Wenn es jemanden gibt, mit dem ich oft genug im Konflikt war, dann war es die deutsche Regierung, aber auch der Koalitionspartner. Ich bin in der ganzen Flüchtlingsfrage im Jahr 2015, im Jahr 2016 ständig in ein rechtes Eck gedrängt worden, nur weil ich gesagt habe, die unbeschränkte Aufnahme in Mitteleuropa kann nicht funktionieren. Mittlerweile schwenken mehr und mehr auf meinen Kurs ein und ich glaube auch das Wahlergebnis in Deutschland hat dazu geführt, dass wahrscheinlich auch in Deutschland jetzt ein Richtungsschwenk stattfinden wird, was ich in dieser Frage für notwendig erachte. Der entscheidende Punkt ist nur bei den Sozialleistungen, es gibt sie ja nicht nur für Menschen, die legal hier leben, sondern was ist die Reaktion in Österreich, wenn jemand einen negativen Asylbescheid bekommt und aufgefordert wird, das Land zu verlassen? Die Reaktion in Österreich ist, dass er weiterhin die Grundversorgung erhält. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, der Entscheidung der Behörde zu folgen und das Land zu verlassen, dann bekommst du weiter Steuergeld. Ja, weil ihr die Rückführungen nicht organisiert. Das ist das große Problem bei denenjenigen, die illegal im Land sind und daher zwei Vorschläge in dem Bereich. Aber da hat der Scholz schon recht. Bevor jetzt alle gleich reden, darf ich nur ganz kurz den Satz fertig machen. Zwei Vorschläge zu dem Bereich. Erstens, keine Geldleistungen mehr für Menschen, die illegal bei uns im Land sind. Und zum Zweiten, endlich Druck auf die Herkunftsländer. Länder, die nicht bereit sind, Illegale, also Staatsbürger aus deren Ländern zurückzunehmen, denen muss die Entwicklungszusammenarbeit gestrichen werden. Ich kämpfe dafür schon lange. Sie haben jetzt auch Ihre Minute verdoppelt. Ich möchte jetzt zuerst Herrn Kern zu diesem Thema sagen. Ja, aus meiner Sicht ist die Geschichte ja wirklich komplex. Und es ist wieder so eine Sache zwischen, man redet so und handelt ganz anders oder in diesem Fall nicht. Wie ich in die Bundesregierung gekommen bin, war ich wirklich überrascht, wie wenig Maßnahmen es gibt für die Integration der Menschen, die zu uns gekommen sind. Die hat mal irgendwo in einer Ecke gelassen und hat gedacht, das Problem löst sich schon irgendwie. Und wir müssen heute den Privaten, die sich da engagiert haben, wirklich persönlich dankbar sein und den Bürgermeistern dankbar sein, dass uns die uns vor noch größeren Problemen bewahrt haben. Da war eine riesige Untätigkeit. Und dann hat es keinen Sinn, wenn man beklagt, dass die Leute nicht gut integriert sind, wenn man selber seine Hausaufgaben nicht macht. Und bei den Rückführungsabkommen, mit Verlaub, ist es doch ganz genauso. Da gibt es eine Reihe von Ländern, die hier wesentlich erfolgreicher waren als Österreich. Also in meiner Regierungszeit habe ich niemand erlebt, der eine Delegation nach Nordafrika geschickt hat und gesagt hat, wir kämpfen da dafür, dass das passiert. Da war relativ entspannte Haltung. Sogar Angela Merkel hat das selbst versucht. Wir haben null Fortschritte erreicht. Ja, dank Angela Merkel mit der Türkei-Vereinbarung bekommen, für die wir dankbar sein müssen. So, die zweite Geschichte ist, aber aus meiner Sicht auch, was Sie da jetzt gesagt haben, wir haben gemeinsam in der Regierung eine Vorgehensweise beschlossen, wie wir mit Leuten umgehen, die hier abgewiesen worden sind, wo wir eine stufenweise Verschärfung haben und das nicht 3 Wochen vor der Wahl mit all den Konsequenzen für die materielle Ausstattung auch dieser Leute. Und mein Punkt ist, stellen wir uns doch gemeinsam hin und sagen, ja, es ist uns gelungen, den letzten 15 Monaten die Migration Schritt für Schritt, Monat für Monat zu reduzieren. Aber tun wir doch nicht so die ganze Zeit, als ob wir mit den Geschichten nichts zu tun hätten und Sie besonderen. Wenn es gelungen ist, dann ist es deshalb gelungen, weil Gott sei Dank der Herr Doskozil eine andere Linie vertritt, aber mit ihrem Sager, dass die Schließung der Mittelmeerroute Vollholler ist, dabei, dass sie versucht haben, das Integrationsgesetz nicht kommt,
erst nach massivem Druck ist es gekommen, haben Sie uns ja das Leben nicht leichter gemacht, sondern in der Frage einfach nur schwieriger. Und es war leider immer eher die Muna Dutzter bei Ihnen im Team, die da die Redelsführerin war und die Stimme der SPÖ und weniger der Verteidigungsminister Doskozil. Ich bin wirklich dankbar, wenn sich langsam eine andere Linie durchsetzt. Aber wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre in der Frage, dann muss ich leider ehrlich sagen, dass ich aus fast allen politischen Parteien für meine Linie immer nur Kritik geerntet habe. Und Matthias Stolz... Herr Kurz, so ehrlich, noch mal eine Reaktion. Mir fehlt der Glaube, dass der Herr Kurz das ernst meint, was er da gerade gesagt hat. Und das mit dem Herrn Doskozil, das ist ein netter Versuch. Aber wir haben gemeinsam gearbeitet, haben viele Schritte gesetzt. Auch, dass wir uns dazu bekannt haben, die illegale Migration auf null zu reduzieren. Wir haben gemeinsam entschlossen, unter meiner Führung als Bundeskanzler, dass wir den Assistenzeinsatz des Bundesheeres ausweiten. Ich wehre mich nur dagegen, dass permanent Probleme besprochen werden, permanent Probleme zugespitzt werden. Den Menschen in Österreich das Gift ihnen eingeträufelt, dass man sagt, Probleme dieser Welt, egal ob das Bildung, Gesundheit ist oder die Wurstsemmelpreise, haben mit den Flüchtlingen zu tun. Das ist nämlich das, was Sie hier konsequent tun. Und dagegen wehre ich mich. Ich will eine ordentliche, aufgeklärte Debatte. Aber hören wir endlich auf, politisches Kleingeld zu machen. Weil ich sage Ihnen auch, wir blamieren uns auch auf europäischer Ebene. Und zwar nicht wegen unserem Verhältnis, sondern weil ich das immer wieder erlebe in den Gesprächen mit Merkel, mit Gentiloni und so weiter. Und die Mittelmeerroute, ganz ehrlich, jeder vernünftige Mensch möchte, dass die geschlossen wird. Aus vielen, vielen Gründen. Machen Sie es einfach. Leisten Sie das endlich. Und tun Sie das doch bitte. Aber ist heute nicht Thema? Frau Milborn, einen Satz. Nur direkt dazu. Nein, was heißt, Herr Kurz. Wenn ich einen Satz nur nicht verstehe. Herr Kurz, sag noch einen Satz dazu sagen, dann sind Sie aber keine Minute mehr, bitte. Ich halte mich jetzt zurück. Wenn die Aussage ist, machen Sie es einfach, es hat ja Gott sei Dank teilweise funktioniert. Ich war mit den Westbalkanstaaten erfolgreich beim Schließen der Westbalkanroute. 20.000 im ersten Halbjahr über die Balkanroute gekommen. Herr Kurz, ich glaube, diese Argumente sind ausgetauscht. Herr Kurz, wir haben Straßenstrache recht, aber er kennt wenigstens die Zahlen. Ja, ich kann Ihnen gern erklären, wie die Mittelmeerroute geschlossen wird. Herr Kurz, wir geben aber man muss es dem Herrn Pitz. Es ist eine Frage des Wollens. Herr Kurz, Sie müssen einmal zuhören, wir sind da nicht bei der jungen ÖVP. Schauen Sie. Stellen Sie sich nur kurz einmal so viel zur politischen Kultur vor. Zwei dieser drei Parteien wollen miteinander eine Bundesregierung bilden. Das wird eine Muppet-Show. Da wird nur gekäppelt. Das ist ja unfassbar. Da geht es um eines der wichtigsten Themen der Innenpolitik und Sie tauschen zum Teil etwas unernste Argumente aus. Ich sage Ihnen jetzt mal was aus der Perspektive der Sicherheitspolitik. Ich befürchte, ich bin der Einzige, der sich im Parlament professionell von dieser Runde mit öffentlicher Sicherheit und Polizei beschäftigt. Herr Kurz und Herr Strache, wenn von diesen 0,8% der Sozialausgaben, die die Mindestsicherung ausmacht, Flüchtlinge die Hälfte kriegen, also 4 Promille der Sozialausgaben, dann ist das erstens nicht budgetrelevant. Damit sanieren Sie kein Budget. Zweitens, was stellen Sie an? Wenn Sie den Flüchtlingen, und das handelt sich um ein Menschenrecht, die letzte Sicherung wegnehmen und noch mehr wegnehmen und noch mehr wegnehmen, dann haben wir binnen kürzester Zeit, und davor warne ich, polnische Verhältnisse, wo die Flüchtlinge nicht mehr in Heimen und in Wohnungen, sondern in Parks und auf der Straße übernachten. Sie kriegen damit, wenn die Menschen, die hier nicht integriert sind, in Armut abstürzen, erstrangige Sicherheitsprobleme. Herr Kurz, Herr Strache, reden Sie einmal mit der Polizei. Die Polizei greift sich an den Kopf und sagt, das ist ja verrückt, was da passiert. Schlecht integrierte Menschen, die noch dazu Einflüssen des politischen Islam ausgesetzt sind, nicht sichern, sondern in maximale Unsicherheit stoßen. Danke, Herr Pitz. Sie bleiben, nein, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, jetzt habe ich wirklich lang zugehört. Wissen Sie, und was mir auch ganz gewaltig auf die Nerven geht. Seit Jahren fordert der Außenminister den Integrationsminister zum Handeln auf. Seit Jahren sagt der Außenminister zum Integrationsminister, es geht nicht so weiter mit den Deutschkursen, die sind ja alle nicht integriert. Integrationsminister, tun Sie was. Sagen Sie mal, Herr Kurz, wann hören Sie endlich auf mit diesen Selbstgesprächen und fangen zum Arbeiten an? Das Thema, meine Damen und Herren, ist
Ja? Abgeschlossen. Das Thema, meine Damen und Herren, ist abgeschlossen. Wir haben jetzt gehört, was wem zusteht und was wer zahlen soll. Das nächste Thema, das wir angehen in dieser Runde, ist, was können wir uns in Zukunft leisten? Wie viel bleibt uns denn überhaupt übrig im Geldbeutel? Ist das Leben in Österreich noch leistbar? Und ein brennendes Thema ist für viele die Wohnsituation, weil das Wohnen immer mehr Kosten des Monatseinkommens verschlingt. Bitte zur Einleitung, meine Damen und Herren, eine Grundposition. Ja oder nein, soll der Staat Mietobergrenzen festlegen? Herr Strache, soll der Staat Mietobergrenzen festlegen, ja oder nein? Es ist nein, sagt Heinz-Christian Strache. Immer dieselbe Koalition. Nein, sagt Sebastian Kurz. Ja, sagt Christian Kern. Peter Pilz sagt ja, Mietobergrenzen. Ulrike Lunacek ist für Mietobergrenzen. Und Matthias Strolz sagt nein zu Mietobergrenzen. Danke für diesen Überblick. Herr Kern, welcher Anteil des Einkommens wäre Ihrer Meinung nach zumutbar? Ja, wir haben heute die Situation, dass die Einkommen nur halb so schnell gestiegen sind wie die Mieten. Die sind davon galoppiert in den Großstädten in Österreich. Eine junge Familie hat heute die Situation, dass sie 40% ihres Einkommens für Mieten bezahlt. Und wir sind der Meinung, das muss runter. Wir haben einen Vorschlag gemacht mit einem Modell, was eine 20-25%ige Senkung hier bedeuten würde. Aber genauso wichtig ist mir auch, dass man auf diese Ungerechtigkeit hinweist, die es in unserem System gibt, zum Beispiel bei den Maklergebühren. In Deutschland ist es so, wer beauftragt die Vermittlung einer Wohnung, im Regelfall die Hausherren, der bezahlt den Makler. In Österreich muss es der Vermieter zahlen. Und da sieht man schon, dass der Markt nicht funktioniert, weil diese Kosten, die logischerweise der Auftraggeber zahlen müsste, auf die Familien abgewälzt wird, auf die jungen Leute abgewälzt wird, die eine Wohnung suchen. Und deshalb brauchen wir da einen Eingriff mit Augenmaß, keine venezolanischen oder was ähnliche Verhältnisse, aber doch dafür zu sorgen, dass solange der Markt so weggaloppiert und nur die Spekulanten gewinnen, dass wir die Menschen in Österreich hier wirklich schützen. So. Herr Strolz, Herr Strache, Sie haben beide Nein gesagt. Herr Strolz zuerst kurz, dann Herr Strache, bitte. Also wir teilen das Ziel, Wohnen muss leistbarer werden. Das setze ich voraus, dass hier jeder einstimmt in dieser Runde. Und jetzt ist die Frage, mit welchen Maßnahmen? Ich glaube, wir können parteiübergreifend feststellen, Maklergebühren sollen jene zahlen, die den Auftrag geben. Bin ich auch dafür, das können wir heute hier beschließen. Ich sehe ein Nicken, dann bin ich dafür, dass wir es machen und nicht nur reden. Zweiter Punkt. Mietvertragsgebühren gehören weg. Der Staat hat da keine Leistung, die er erbringt und hält nur die Hand auf. Das ist gerade für junge Menschen bei der ersten Wohnung. Mir hat es geschüttelt, kann mich erinnern, damals vor 20 Jahren. Also ich dachte, was, da mache ich eine Kopie und der Staat hält die Hand auf. Ein paar hundert Euro geht's noch. Also das können wir auch abschaffen. Und drittens, Herr Kern, Ihr Ziel in Ehren, das teile ich. Aber dieser Ansatz zu sagen, ich werde mit Mietobergrenzen jetzt das Problem lösen. So fantastisch waren bisher nur die Grünen. Und die Venezuela, diese, da haben wir dasselbe Problem. Ich glaube, die kennen nichts dafür. Nein, ich bin da nicht so unten so oft wie Sie. Aber das ist ja tatsächlich so, das sind Konzepte, die haben weder in New York funktioniert, noch in Paris, noch in den kommunistischen Staaten. Die Regale, die waren eben nicht voll, als der Staat Preise festgelegt hat. Und deswegen sage ich, das Einzige, was hilft, ist natürlich mehr Angebot. Wir haben in Österreich fast 50% im geregelten Markt bei den Wohnungen. So zu tun, als wäre das alles ein brutaler Markt. Nein, über 50%, sogar in Wien sind 60% sind sozialer Bau, geförderter Bau. Auch der Herr Bild sitzt in so einem. Und da glaube ich einfach, das müssen wir ändern von den Maßnahmen her, wer solche Wohnungen bekommt. Und dann müssen wir schauen, dass wir mehr Angebot schaffen. In Wien brauchen wir zum Beispiel pro Jahr 15.000 Wohnungen. Es werden aber nur 10.000 gebaut. Und dann stehen alle da und sagen, der Preis steigt. Ja, so ist es halt einmal im Leben. Wenn mehr Leute was wollen, als da ist, dann steigt der Preis. Und deswegen müssen wir öffentliche Hand und Private hier investieren. Danke, Herr Strolz. Sie müssen mit den roten und den schwarzen Gewerkschaftern und Sozialversicherungsfunktionären, die in den sozialen Wohnbauträgern sitzen und die besten Filetstücke selber einnahmen und super Garten einstellen, da müssen sie abfahren. Gerne. Danke sehr. Wir machen noch eine Reaktion von Lunacek und Herr Strache. Zuerst Frau Lunacek, weil sie die Gegenposition hat, dann Herr Strache und dann
gerne mal eine Pause und Sie kommen weiter. Dem Herrn Stolz, herzlichen Dank, dass Sie meinen, die Grünen hätten Fantasie. Ja, die haben wir, nämlich auch für innovative und gute Lösungen. Mhm. Und zwar ist die welche Idee... genau? Naja, genau das. Genau das. Also zum Beispiel diese Mietzinsobergrenze, das macht dann Sinn. Bei den anderen Punkten bin ich eh auch, wenn Sie gesagt haben, Makelbirn abschaffen, also dass die zahlen sollen. Das klingt Sie machen, gut. Das ist ein Topfen. Na Moment, nein, das ist kein Topfen. Wissen Sie, was die letzten Jahre passiert ist? Ich meine, vor 20 Jahren haben Wohnungen ungefähr 20, 25, vielleicht 30% des Einkommens eines Haushalts ausgemacht. Jetzt sind sie zum Teil über 50%. Ja, die Analyse teile ich sollten, ja. Ja, aber der Hintergrund ist doch, dass da die letzten 10, 15 Jahre Spekulation am Werk war. Spekulanten, die große Häuser aufgekauft haben, dann das leer stehen haben lassen, bis die Preise gestiegen sind und dann haben sie sie ganz teuer verkauft und nicht Wohnraum zur Verfügung gestellt. Und deswegen sind die Preise so hoch. In Wien, in Innsbruck, gestern war ich in Salzburg, sind es über 15 ja, Euro im Schnitt. Ja? Das geht nicht. Weil das Mietrecht das heißt, nicht gehört, aktualisiert wurde. Na, Moment, aber da braucht es Mietzinsobergrenzen. Wir schlagen vor, für Wien sollten das 7,50 Euro sein, mit Aufschlägen und Abschlägen, je nach Ausschlag. Aber lass mir jetzt einmal den Vorschlag fertig machen. Ja, ja. Mit Zuschlag oder Abschlag für Ausstattung oder Ort, das kann man ja machen, so 25%. Aber das macht dann Sinn, dann können sich auch junge Leute, junge Familien, Alleinerzieherinnen auch das Wohnen wieder leisten. Das ist eine soziale Frage. In einem der reichsten Länder dieser Erde muss es möglich sein, dass sich Menschen das Wohnen leisten können. Herr Strache, Sie haben gesagt nein. Ja. Also die Deckelung der Mieten, so wie sie da vorgeschlagen worden sind, erinnern schon ein bisschen so an, ich sage bewusst, an kommunistische Enteignungsfantasien. Wo liegt denn in Wahrheit der Fehler? Und da lenkt man natürlich wieder auch vom eigenen Bereich ab. Der Fehler liegt darin, dass wir viel zu wenig soziale Wohnungen schaffen. Und wir müssen, gerade in Wien auch, zigtausende Wohnungen müssten da jährlich gebaut werden. Und zwar so gebaut werden, dass sie auch leistbar sind und wirklich sozial sind. Und nicht so wie heute, wo man Mietpreise bei 55 Quadratmetern, 60 Quadratmetern vorfindet, bis zu 900 Euro im sozialen Wohnbau. Und die Betriebskosten natürlich in Wien auch noch einmal ihr Übriges tun, die letzten 10 Jahre um 30% gestiegen sind, weil man sich zusätzlich sozusagen Steuern unter Rot-Grün geschaffen hat. Ja. Dort ist das Versagen da. Wenn man ausreichend soziale Wohnungen jährlich schafft und nicht so pseudohalber wie jetzt unlängst erst die Smart-Wohnungen, die als Marketing-Gag da kurz jetzt vor der Wahl präsentiert worden sind, dann wäre auch der private Markt anders in der Entwicklung. Und das ist das eigene Versagen. Weil dann könnten sich junge Familien, ja, junge Menschen, eine Einstiegswohnung leisten um 250, 350 Euro, 50, 55 Quadratmeter. Mhm. Wenn dieses Versagen nicht wäre. Und dann würde es gar nicht im privaten Sektor so eine Entwicklung geben. Dann werden wir gleich also, eine Reaktion von Bundeskanzler. Wenn wir von Spekulanten reden, dann bitte gerade im rot-grünen Wien. Ja, Entschuldigung, der Spekulant rund um den Heimmarkt, gegen ihre Basisabstimmung ja, dann ihre Grünen im Rathaus gestimmt haben bei aller Wertschätzung. Da sieht man, wer für Spekulanten war. Mieten in Österreich, meine Sie Damen und Herren, sind die leistbar? Muss hier der Staat eingreifen und die Mietobergrenzen regulieren oder nicht? Wir haben die Runde noch nicht abgeschlossen, sind sofort wieder zurück mit den Reaktionen dazu. Bleiben Sie dran. Der Spitzenkandidaten, die erste sogenannte Elefantenrunde hier bei uns im Puls4-Studio. Und Tom, wir waren gerade beim Thema Wohnen. Ganz genau. Und wir wollen noch einmal von Herrn Strache den Hauptvorwurf an Bundeskanzler Kern hören, was das Wohnen betrifft, damit wir eine Reaktion darauf bekommen können. Dass im sozialen Wohnbau gerade das Versagen vorhanden ist, wo zu teuer gebaut wird. Ja. Und am Ende dann im sozialen Wohnbau Mieten vorhanden sind, die in Wahrheit nichts mehr mit sozial leistbar zu tun haben. Und ich glaube, dort ist das Versagen da. Wenn man jährlich zigtausende Wohnungen in Wien nicht baut, obwohl der Bedarf da wäre, dann darf man sich nicht wundern, dass so eine Fehlentwicklung passiert. Und gerade bei den Gebühren, wo wir in den letzten 7 Jahren wohlgemerkt, ja, 30% Steigerung erlebt haben mit versteckten Steuern. Und das ist genau das Versagen im rot-grünen Wien, aber auch in anderen städtischen Bereichen, wo wir solche Mietexplosionen erleben. Danke, Herr Strache. Bitte schön, Herr Kern. Ja, also das ist natürlich auch wieder eine Art Ablenkungsmanöver. Ich meine, Wien ist, was den sozialen Wohnbau betrifft, wirklich wie keine zweite Stadt auf der Welt ausgestattet. Das ist in der Tat vorbildlich. Es stimmt allerdings, es muss mehr gebaut werden. Die Grundstückspreise sind enorm gestiegen, auch durch Spekulation. Und da muss man dagegen halten, indem man zum Beispiel eigene Widmungskategorien schafft, wie wir das vorgeschlagen haben. Aber lassen Sie den ganzen Nebel, der da immer produziert wird, weg. Am Ende
denken Sie an mein Wort, geht es um Interessen. Steht man auf der Seite der Mieter und Mieterinnen oder steht man auf der Seite von Immobilienspekulanten? Und ich denke, das war heute sehr eindrücklich zu sehen, wer wo steht. Herr Kurz. Also ich glaube, Herr Strolz und Herr Strache haben eh schon so viel dazu gesagt. Ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen. Das ist ja ein gemeinsames natürlich, Programm. Ja, wir haben deine Ähnlich. Das ist ja auch nicht. Herr Pilz, es ist ja auch nicht schlecht, wenn es in der Politik einmal Themenfelder gibt, wo man sich einer Meinung ist. Ja, aber das warum ist ja nicht, sind Sie ständig das ist ja nicht, einer Meinung? Das ist ja nicht unbedingt ein Schaden. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, neben dem Argument, dass mehr gebaut werden muss, was natürlich in einer Marktwirtschaft immer gut ist, um den Preis zu senken, ist, glaube ich, entscheidend, dass man den Sozialwohnbau auch noch treffsicherer gestaltet. Die Stadt Wien ist der größte Wohnungseigentümer, nicht nur in Österreich, sondern ich glaube mittlerweile in ganz Europa. Das heißt, wir haben gerade in Wien einen sehr, sehr hohen Anteil an Menschen, die im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau leben. Entscheidend ist nur, der muss treffsicherer sein. Wenn Sie heute eine Gemeindebauwohnung beziehen und Ihr Gehalt steigt, so wie bei Ihnen, Herr Pilz, zum Beispiel, dann zahlen Sie nach wie vor den geförderten Tarif, obwohl eigentlich kein Anspruch mehr bestehen würde. Und der zweite Punkt ist, die Wohnungen können auch alle weitergegeben werden, was natürlich dazu führt, dass wir mittlerweile in Wien, aber auch in anderen Städten tausende Wohnungen haben, die leer stehen und die nicht Menschen zur Verfügung stehen, die sie eigentlich dringend brauchen würden. Kurze Reaktion, Herr Pilz. Ich lege gleich einmal ein Geständnis ab. Ja, ich lebe im Goethehof, wo meine Großmutter und meine Mutter schon gelebt haben. Und ich lebe gern dort, weil ich bin im Goethehof, im Gemeindebau zu Hause. Ich mache aber eines. Ich habe der Stadt Wien immer vorgeschlagen, eine einkommensabhängige Miete zu zahlen. Die Stadt Wien hat gesagt, das will sie nicht. Nur überweise ich halt jedes Monat Dauerauftrag 300 Euro an Wohnprojekte der Caritas und versuche das so auszugleichen. Der Punkt ist aber anderer, Herr Kurz. Und ich glaube, Sie verstehen auch von dieser Geschichte nicht übermäßig viel. Wenn Sie heute in den Gemeindebau nur Menschen einziehen lassen, die die Allerärmsten sind und die die meisten Kinder haben, dann wird in 5 Jahren im Goethehof kein Wort Deutsch mehr gesprochen. Das müssen Sie sich überlegen, was das bedeutet. Wir brauchen gerade im Gemeindebau soziale Durchmischung, das ist unglaublich wichtig. Wir brauchen Menschen, die aus der österreichischen Kultur, aus allen möglichen Berufen kommen, auch mit denen, die es am nötigsten haben und am ärmsten sind. Das schaffen wir etwa mit einkommensabhängigen Mieten. Und Herr Strache, da habe ich Sie nie verstanden. Einerseits rufen es bei jeder Gelegenheit Ausländer raus und andererseits mit Ihren Konzepten wird der Gemeindebau, wenn man das durchsetzt, zu einer Insel der Isolation, Herr Pilz, wir haben die Öffnung des Gemeindebaus für Nichtstaatsbürger beschlossen. Das war Ihre Partei mit der SPÖ. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Wien gegen unsere Stimmen. Aber Herr Strache, ich brauche noch eine kurze Reaktion von Herrn Kurz, aber kurz bitte. Es gibt noch einen wichtigeren Punkt, über den überhaupt nicht geredet worden ist bei den Mieten. Das ist die Frage der Befristungen und was es bedeutet, speziell für junge Familien mit Kindern, wenn sie nach 3 Jahren regelmäßig zum Hausherrn gehen müssen und sagen, verlängerst du meinen Mietvertrag wieder um 3 Jahre und dann immer die Antwort kriegen, okay, aber wir setzen die Miete wieder deutlich auf. Sie können das Danke, jungen Herr Familien Pilz. Nicht Herr Kurz, zumuten. Eine kurze Reaktion, da haben bitte. Wir ein wirkliches Problem. Also ich bin ganz verblüfft, sogar zwischen Herrn Pilz und mir gibt es eine Gemeinsamkeit. Ich finde das erstens löblich, dass Sie das freiwillig spenden und zum Zweiten, wir haben dieselbe Meinung, nämlich es sollte einkommensabhängig sein. Natürlich braucht es eine soziale Durchmischung im Gemeindebau und natürlich ist das sinnvoll, dass der Gemeindebau auch attraktiv ist für Menschen, die so wie Sie sagen, ich bin dort aufgewachsen, ich lebe weiter dort, bin im 12. Bezirk aufgewachsen, lebe nach wie vor dort. Also diese Entscheidung sollen ja Menschen treffen. Der Punkt ist aber, es spricht nichts dagegen, dass sie dann auch das dafür bezahlen, ungefähr oder fast, was es wert ist. Und der zweite entscheidende Danke, Punkt, Herr Kurz. Der zweite entscheidende war die kurze Punkt in der Frage ist, es stehen tausende Wohnungen leer, weil viele Menschen gar nicht Über mehr dort wohnen. Ne? Das weil ist das Problem. Viele Menschen dort gar nicht mehr wohnen und sagen, okay, ich wohne zwar nicht mehr dort, ich habe zwar längst mein Haus in Niederösterreich oder meine Eigentumswohnung, aber ich behalte es mir immer noch, weil wenn es nichts kostet, dann kann ich es mir ja behalten. Und das ist ein Problem. Danke sehr.
Neben Wohnen sind Jobs eine der größten Sorgen. Ist nicht ein Hauptthema heute hier bei uns, aber ich möchte eine Frage stellen zum Thema Arbeitsplätze, nämlich die Frage, wie gehen wir um mit der Digitalisierung? Es werden viele Arbeitsplätze ersetzt durch Computer oder durch Roboter. Es gibt verschiedene Methoden, wie man damit umgehen kann. Und wir haben in einer Kooperation mit dem SOS Kinderdorf, das wir unterstützen, Jugendliche gefragt, wie sie denn da die Zukunft sehen in der Digitalisierung? Und das sagt die 16-jährige Julia. Und ich finde, es sollte auch einfach technisch besser alles modernisiert werden, weil die Technik ist unsere Zukunft, das Internet ist unsere Zukunft. Und wenn wir uns nicht weiter bewegen, werden wir irgendwann stehen bleiben. Und das wollen wir ja alle nicht. Da darf ich Sie, meine Damen und Herren, noch mal um ein Statement bitten mit einer Ja- und Nein-Positionierung zur Frage, soll es eine Robotersteuer in Österreich geben? Können Sie uns sagen, was das ist? Eine Maschinensteuer, eine Wertschöpfungsabgabe. Ja. Robotersteuer, Maschinensteuer. Also soll man für Maschinen, für Roboter, für Computer auch Abgaben zahlen? Nein müssen? Und nein bei Strache Kurz, ja bei Christian Kern. Peter Pilz ist wieder unentschlossen. Nein, im Wickelwackel. Ulrike Lunacek sagt ja und Matthias Strolz sagt nein. Darf ich Ihnen kurz einmal erklären, warum ich das so sehe? Weil ich glaube, dass wir ein vollkommen anderes Problem im Zusammenhang mit der Digitalisierung haben und eine vollkommen andere Steuerpolitik brauchen. Die Wertschöpfungsabgabe, ökonomisch gesehen, macht dann einen Sinn, wenn die lohnsummenbezogene Finanzierung des Sozialversicherungssystems deswegen nicht mehr funktioniert, weil es sehr wenig Arbeit durch Rationalisierung gibt. Das ist aber derzeit nicht absehbar. Das geht alles in eine andere Richtung. Wir haben nur ein vollkommen anderes Problem, Frau Milborn. Und das andere Problem lautet, große internationale Internetkonzerne zahlen in Österreich, und das spüren wir im Budget, de facto keine Steuern. Danke, weil Herr Sie, ich möchte einen Lösungsvorschlag dazu machen, weil das ist sehr wichtig und das wird von uns zu Recht verlangt. Großbritannien hat gezeigt, wie es geht. Das ist ja alles geknüpft an den Betriebsstättenbegriff. Und da geht es darum, im Gesetz klarzumachen, es gibt eine digitale Betriebsstätte. Das heißt, mit der digitalen Betriebsstätte muss in Österreich Umsatzsteuer und Gewinnsteuer gezahlt werden. Danke, das kann Milliarden ins Budget bringen. Ich möchte eine kurze Runde zu diesem Thema machen. Direkte Antwort, Herr Kurz, dann Herr Kern, bitte. Diesmal eine Blitzrunde, eine Position von jedem. Bitte, Herr Kurz. Also vollkommen richtig. Modell der digitalen Betriebsstätte ist eine Notwendigkeit in der Zeit der Digitalisierung und wo einfach große Konzerne in dem Bereich immer einflussreicher werden, müssen die Steuern auch dort bezahlt werden, wo die Gewinne gemacht werden. Der Finanzminister hat jetzt vom Ministerrat gerade den Auftrag bekommen, mit Irland das Doppelbesteuerungsabkommen neu zu verhandeln. Und ich glaube, wir sollten da auch geschlossen auf europäischer Ebene gemeinsam Druck machen. Die andere Frage zur Maschinensteuer oder zu Steuern in dem Bereich. Ich habe da ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt, als ich in Davos war und einige Unternehmer mit mir dort gesprochen haben, die vorhatten, in Österreich zu investieren. Die einzige Frage, die sie mir in diesen Gesprächen gestellt haben, war die Frage, kommt die Maschinensteuer, können Sie uns garantieren, dass die nicht kommt oder kann es sein, dass die kommt? Warum haben Sie das gefragt? Weil Sie sich überlegt haben, ob Sie in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland investieren. Und wenn wir wollen, dass weiter bei uns im Land investiert wird und Arbeitsplätze geschaffen werden, dann müssen wir schon eine standortfreundliche Politik machen. Und da gehört es dazu, nicht die Steuern ständig zu erhöhen. Herr Kern. Herr Kern. Also ich denke, es ist Folgendes festzuhalten. Wir haben eine Welt, die in einem unglaublichen Wandel begriffen ist. Und dieser Wandel wird nur noch schneller gehen. Und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wir wollen die Technologie nicht, wir stecken sie in eine Kiste und versperren sie am Dachboden. Wir müssen uns an die Spitze der Entwicklung stellen. Das heißt Innovation, das heißt Bildung, das heißt aber auch die steuerlichen und sozialpolitischen Voraussetzungen zu schaffen. Weil eines ist natürlich auch eine Lebensrealität. Wenn man heute in eine Bankfiliale geht, sieht man kaum mehr Menschen, die dort arbeiten. Wenn man heute in einen Supermarkt geht, um Salzburger Bahnhof zu besichtigen, gibt es die Scannerkasten. Demnächst werden im Verkauf auch deutlich weniger Menschen beschäftigt sind. Wenn Sie zu einem McDonald's gehen, dann sehen Sie nicht mehr die freundliche Frau oder den freundlichen Herrn hinter der Budel, sondern Sie geben in ein Tablet was ein und kriegen dann Ihr Happy Meal oder was Sie bestellt haben zurück. Und die Realität ist, um die wir uns zu kümmern haben, wir wissen, dass das enorme Chancen bedeutet, aber wir sollten auch nicht naiv sein.
weil eine Verkäuferin in einem Supermarkt, die von der Obersteiermark nach Graz pendelt jeden Tag, die werden wir nicht zum Raketenwissenschaftler ausbilden. Das muss uns bewusst sein, genauso wie uns alle hier im Übrigen auch nicht. Also wir hätten wahrscheinlich auch ein Arbeitsmarktproblem, wenn das die Anforderung ist, Softwareentwickler oder sonst was. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da müssen wir Vorkehrungen treffen. Okay. Weil wir müssen die Finanzierung unseres Sozialstaats sicherstellen. Und das heißt Pensionen, Gesundheit, Familienleistungen, eine Reihe von anderen Dingen. Und wenn permanent der Anteil der Löhne am Volkseinkommen sinkt und die Gewinne steigen, dann müssen wir die Wertschöpfung besteuern. Ich bin nicht dafür, dass wir Investitionen besteuern, also nicht Maschinen, nicht Roboter. Insofern hat der Herr Pilz mit seiner Einschränkung ein bisschen recht. Aber die Wertschöpfung, weil ein Unternehmen, das Arbeitsplätze in Österreich schafft, muss belohnt werden. Und ein Unternehmen, das auf Spekulation setzt, Investmentbanken, Hedgefonds, die mit 5 Leuten für Investoren ein Vermögen machen und für sich selbst auch, die sollen ruhig mehr Steuern zahlen, damit wir den Rest erhalten können. Sie haben Nein gesagt zu einer Wertschöpfungsabfrage, Herr Scholz. Also klares Ja, dass wir die Internetgiganten in die Pflicht nehmen. Hier war es auch eine liberale Kommissarin der EU-Kommission, die hier zum Beispiel Google an die Kantare genommen hat. Hier erwarte ich von Ihnen, Herr Kern, Herr Kurz, dass Sie auch auf Irland Druck ausüben, dass diese 14 Milliarden sind es auch eingetrieben werden, die brauchen wir für unsere Sozialbudgets. Also klares Ja dazu. Zweiter Punkt, wir sind entschlossen dafür, Vineos, dass wir die Digitalisierung als Chance sehen, aber nicht blind sind für die Risiken. Wir haben zum Beispiel mit Max Schrems, der ja hier als Facebook-Rebell auch Facebook die Stirn geboten hat, einen Chancenplan ausgearbeitet, um auch die Risiken gut im Auge zu haben. Er ist erfreulicherweise in meinem Personenkomitee. Ja, sehr erfreulich guter Mann, für Sie. Guter Mann. Ist, mich unterstützt wunderbar. Er auch. Also insofern ist das schon guter Mann. Sie sind alle super, finde ich. Und es ist wichtig, dass wir hier die Risiken im Auge haben und die Chancen. Was ist da wichtig? Bin ich Bildungsminister? Werde ich innerhalb eines Jahres das Schulfach Coding mit einführen. Mehr als 12 Staaten in der EU haben das. Da geht es darum, die jungen Menschen auch vorzubereiten. Wir müssen uns vorstellen, mit 15 verbringen derzeit die jungen Menschen, meine älteste Tochter ist bald dort, habe schon ein bisschen Schiss, 7 Stunden pro Tag am Handy, Smartphone. Das können wir uns. Herr Stolz, wir halten jetzt die Minute ein. Und ich will wissen, dass die. Ich will dafür Sorge tragen, dass die wissen, was der Stoff ist, der diese Geräte zusammenhält. Da müssen wir viel Danke, früher Sir. Anfangen. Chancen kultivieren ist ganz wichtig. Flügel heben. So, jetzt noch zwei Statements dazu. Frau Lunacek und Herr Strache. Ja. Also das mit den Chancen bin ich auch bei Ihnen. Ich kann es kurz machen, bei der Wertschöpfungsabgabe bin ich beim Herrn Bundeskanzler Kern. Aber ich finde es auch notwendig zu sagen, tatsächlich, wo die Chancen liegen. Und ich würde vorschlagen, wir bräuchten in Österreich etwas, was, glaube ich, auch die 16-jährige Julia das gerne hätte, nämlich sowas wie FBI. Also jetzt nicht die US-Agentur, sondern Free Broadband Internet, also freies Breitband-Internet in ganz Österreich. Das wäre doch etwas, was eine nächste Regierung machen sollte, dass tatsächlich überall auch die Möglichkeit ist, zu lernen, zu arbeiten, auch was in der Freizeit zu tun und das aber flächendeckend. Gerade in den ländlichen Gebieten braucht es da sehr viel mehr und das wäre ein Punkt, der gerade in der Digitalisierung auch Chancen bietet, auch im Bereich der Arbeit. Also Nein, zur Wertschöpfungsabgabe haben Sie gesagt, Herr Strache. Es ist vieles Richtiges heute gesagt worden. Aber wir sollten schon auch, ich sage, auf Gehirnforscher etc. hören, die sagen, vor 12 Jahren sollte man eher vermeiden, ja, die Kinder auch in diesem Bereich sozusagen auch auszubilden, sondern eher vom Computer nach Möglichkeit fernhalten. Sollte man nur mitnehmen, ja, und wenn wir heute von der Problematik insgesamt reden, geht mir eines völlig unter. Wir haben 38% Pflichtschulabschlüsser, die in den Grundkenntnissen von Mathematik lesen, schreiben etc. Probleme haben. Und da sollten wir ansetzen. Wir haben heute einen Facharbeitermangel, wir haben einen Lehrlingsmangel, dort kehren Offensiven her. Da fehlt es an allen Ecken und Enden, es fehlt an Pflegeausbildungskräften, es fehlt an Facharbeitern. Da kehrt eine Lehrlingsausbildungsoffensive her, wo man wieder einen Blumenbonus einführt und die Unternehmer auch entsprechend unterstützt werden bei dieser Ausbildung. Das andere ist ja so schön theoretisch, ja, aber dort, wo es praktisch seit Jahren Fehlentwicklungen gibt, da fehlt mir völlig die Handlungsweise und die Handlungsverantwortung. Haben Sie keine, ja? Haben Sie keine Antwort auf die Frage, was man hier besteuern soll? Weil da passiert jetzt was sehr Seltsames in der Runde, auch beim Herrn Stolz. Da wird gesagt, reden wir mit Irland, reden wir mit allen anderen. Wir wissen genau, dass Irland extrem davon profitiert, dass es so eine Art Abflussrohr für europäische Steuern ist, da kleine Kreise in Irland profitieren. Ganz Europa verliert in der Höhe von hunderten Milliarden Euro. Wenn wir auf Irland und das Steuerparadies Malta warten,
die das alles, was Sie sagen, Herr Stolz, und Sie sagen, Herr Kurz, mit Veto blockieren können, kommt nichts. Großbritannien Danke, hat das gelöst mit einem Alleingang. Wir brauchen, Herr Bundeskanzler, Herr Kurz, einen österreichischen Alleingang. Wir müssen vollkommen allein und auf eigene Faust diese Steuer für die großen Internetkonzerne einführen. Das können wir auch machen. Zum Beispiel die Kommissarin Vestager. Also, ich möchte gerne dieses Thema abschließen und zum nächsten Thema kommen. Es gibt eine grundsätzliche Frage im Land, welche Art von Gesellschaft wollen wir sein? Es gibt nicht nur in Österreich, sondern in vielen europäischen Ländern die Frage, wollen wir eine offenere Gesellschaft sein oder uns auf Nationales besinnen? Wollen wir säkular sein oder wollen wir uns auf Traditionen besinnen? Deswegen möchte ich diesen Blog beginnen mit einer Ja-Nein-Frage, die das zuspitzt, nämlich die Frage, wie man in einer gemischten Gesellschaft umgeht mit dem Zusammenleben. Es gibt die einen, die sagen, säkulärer Staat, Religionen sollen sich ganz zurückziehen. Die anderen, die sagen, unsere Identität ist christlich und das soll auch in die Verfassung geschrieben werden. Also es soll eine christliche Leitkultur geben. Deswegen diese Ja-Nein-Frage, brauchen wir eine christliche Leitkultur? Ja oder nein? Ich würde bitten um eine Antwort. Da gibt es ein Ja von Heinz-Christian Strache, ebenso von Sebastian Kurz. Ein Nein? Das war ein Ja. Nein, es war ein Ja. Ein Ja, ein Nein von Christian Kern. Ein Nein von Peter Pilz gegen die christliche Leitkultur, ein Nein von Ulrike Lunacek und ein Nein von Matthias Strolz. Herr Kurz, warum eine christliche Leitkultur? Wollen Sie das in die Verfassung schreiben? Ich würde es gerne ein bisschen genauer definieren. Also ich fange mit dem Wort nur mäßig viel an, weil ich glaube, man muss schon genau sein. Ja? Was hat Europa geprägt? Was hat Österreich geprägt? Wir haben eine christlich-jüdisch und durch die Aufklärung vorangetriebene Prägung. Und ich glaube, diese gilt es zu schützen. Diese gilt es insbesondere zu schützen in einer Zeit, wo mehr und mehr Zuwanderung stattfindet. Und da gilt es, unsere Verfassung hochzuhalten. Ich halte sehr viel von Verfassungspatriotismus. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, unsere Grundregeln des Zusammenlebens aufrechtzuerhalten, unsere Werte zu stärken. Ich glaube, man muss jetzt das nicht unbedingt Leitkultur nennen, ja, weil der Begriff auch ein bisschen negativ behaftet ist. Aber das, was uns ausmacht, das muss gestärkt werden. Und das ist auch keine Einschränkung von anderen, die zu uns kommen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist gerade in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft wichtig, dass wir das vorleben, was uns ausmacht. Sonst wären Frauenrechte, der Umgang miteinander und vieles, was uns heilig ist, bald so nicht mehr bei uns stattfinden. Frau Lunacek. Ich und wir Grüne, denke, wir plädieren für einen säkularen Staat, einen, wo Religionen Privatsache sind und Religionen keinen Einfluss haben auf das, wie Gesetze gemacht werden. Das ist für mich wichtig und deswegen gab es ja auch ein Nein. Und wichtig ist mir das vor allem deshalb, weil wir alles, was wir seit der Aufklärung erkämpft haben, an Rechten von Frauen, wo wir lange noch nicht dort sind, wo wir sein sollten. Also wir haben immer noch nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben immer noch nicht, nicht nur flächendeckende Kinderbetreuung, wo auch Männer mehr Zeit viel und dass Männer mehr Zeit auch für Kinder zum Beispiel haben oder sich nehmen oder nehmen können oder für den Haushalt. Wir haben immer noch gläserne Decke für Frauen, um hohe Positionen zu erreichen. Wir haben immer noch schwierige Situationen für Frauen, wenn sie überhaupt zwar Karriere, also Bildung haben, aber dann in der Karriere nicht weiterkommen. Das sind lauter Dinge, wo es hier immer noch Schwierigkeiten gibt. Und das ist etwas, was auch durch die Religionen durch Schwierigkeiten macht und wo keine der großen Weltreligionen auch nur ansatzweise sowas wie Frauenrechte hat. Mhm. Also das ist schon etwas, wo ich denke, Säkularität ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und ist es auch für die Europäische Union. Herr Strache. Ja, wir leben in einem christlich geprägten Land, ja, in einer christlich geprägten Leitkultur. Ich habe da kein Problem, auch die Leitkultur als solche natürlich auch zu erwähnen, wo ganz klar ist, dass wir natürlich Säkularität haben. Das heißt, Religion ist Privatsache und genau das gehört ja auch sichergestellt. Aber es kann nicht sein, dass man heute, ich sage die 13. Schulklassen, ja, ein Kulturgut infrage stellt in unserer Gesellschaft. Und da muss man schon sagen, wenn Menschen zu uns kommen und hier leben wollen, dann haben sie das zu respektieren. Und wenn es ihnen nicht passt, na, dann
sollen sie bitte wieder gehen. Das sage ich schon klar und deutlich. Und da muss man schon auch ein, ich sag bewusst auch, ein Selbstbewusstsein haben. Wenn wir heute so Debatten haben, so über Selbstverständlichkeiten, ob der Christkindlmarkt überhaupt noch so heißen darf oder in Zukunft nur mehr Wintermarkt, ja, ob der Nikolaus im Kindergarten oder in der Volksschule kommen darf oder nicht, dann sind das ja Unsinnigkeiten, ja, wo ich sage, wie weit sind wir schon gekommen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, die Fehlentwicklungen, die es gibt, und da hat ja gerade auch der Integrationsminister seit 7 Jahren die Verantwortung, ich weiß, er will es nicht hören, aber mit 31 Jahren können Sie ja nicht so jung sein, dass Sie alles vergessen haben in Ihrer Verantwortung. Natürlich auch im eigenen Ministerium jetzt eine Auslandsstudie erhalten, ja, auf den Tisch gelegt, das dramatische Scheitern der Integration in den letzten Jahren, weil man, ich sage, islamische Kindergärten genehmigt hat, ja, wo nicht Integration, ja, gefördert wird, sondern Parallelgesellschaften, wo Sie zugestimmt haben mit anderen Parteien und sogar im Wiener Landtag noch zugestimmt haben 2010. Ich weiß schon, Sie hören es nicht gern. Nein, das ist ja Realität. Wer hat denn das Thema der islamischen Kindergärten angesprochen? Das haben Sie jahrelang verbockt und verursacht, bis Sie dann endlich jetzt kurz vor der Wahl den freiheitlichen Recht geben. Aber Worte sind zu wenig. Sie sind an Ihren Handlungen zu messen. Und das ist genau der Punkt. Und das warten wir noch eine Reaktion von Herrn Kurz. Das führt zu Entwicklungen, die wir uns nicht wünschen. Und ich will kein Land, wo Frauen unterdrückt werden. Wo man Angst haben muss, auf der Straße zu gehen und vergewaltigt zu werden. Wo Ehrenmorde passieren bereits. Ja? Und andere Entwicklungen, da haben wir gegenzusteuern. Kurze Reaktion, dann erkannt. Also ich glaube, es ist eh bekannt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal. Wer war derjenige, der das Thema islamische Kindergärten aufgedeckt hat und dafür massiv geprügelt worden ist? So weit gegangen, dass man versucht hat, sogar den Studienautor schlecht zu machen, dafür, dass er diese Studie erstellt hat. Sie haben ja zugestimmt jahrelang bei den Genehmigungen der islamischen Kindergärten. Das ist ja nicht richtig. Das kann ich Ihnen belegen. Nicht richtig. Und ich kämpfe seit Jahren gegen islamische Kindergärten, wo Kinder ethnisch, religiös und sprachlich abgeschottet aufwachsen. Und ich hoffe auch, dass wir uns da durchsetzen. Thema Burka-Verbot. Wer hat es durchgesetzt in der Regierung? Das waren wir. Und ein letzter Punkt noch zur Frage, wie gehen wir mit einer Zuwanderung um oder mit der Integration um? Eins ist schon wichtig, einmal festzuhalten. Der Erfolg der Integration ist vor allem auch abhängig von der Zahl der zu Integrierenden. Das heißt, wenn wir wollen, dass Integration funktioniert, dann braucht es natürlich Deutschkurse, dann braucht es natürlich Werteschulungen, dann braucht es natürlich Änderungen bei der Mindestsicherung. Da werden wir in vielen Punkten einer Meinung sein. Aber es braucht vor allem eine Reaktion vom Herrn Kahn, die Reduktion der Zahl der Zuwanderer, sonst wird es nicht klappen. Danke, da waren wir schon bei dem Thema, aber wir sind jetzt bei denen, die hier leben. Herr Kahn, bitte. Nein, ich denke, der entscheidende Punkt, den wir da gerade erleben, ist, und da muss man bei der Frage auch ein bisschen sensibel sein, weil hier christliche Leitkultur im Gegensatz zu was anderem betrachtet wird. Und wir haben ja gerade gesehen, in welche Richtung dann die Diskussion immer abgleitet, weil es zwei Parteien gibt, die das quasi zu ihrem politischen Lebensthema gemacht hat. Das muss man ernst nehmen. Aber mir geht es um was anderes. Ich möchte in einer liberalen, offenen, pluralistischen Gesellschaft leben, in der das Prinzip der Toleranz hochgehalten wird. Und Toleranz im Sinne von, wie das Karl Popper formuliert hat, dass wir im Sinne der Toleranz Intoleranz nicht tolerieren dürfen. Und das müssen wir mit aller Konsequenz durchsetzen. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass Religion in welcher Form auch immer in der Politik nichts verloren hat. Das muss Privatsache sein. Und zwar völlig unbenommen dessen, dass wir natürlich eine christlich-jüdische Tradition haben, die mich persönlich auch geprägt hat, obwohl ich kein regelmäßiger Kirchengänger bin. Aber der springende Punkt ist, man muss diese Dinge auseinanderhalten und es muss der Satz gelten, welche Meinung auch immer du haben wirst, ich mag sie nicht teilen, aber ich werde dafür kämpfen, dass du sie aussprechen. Ja, aber Sie müssen auch. Herr Pilz, bitte schön. Herr Kern, Sie müssen aber auch die Gefahren ernst nehmen. Sie haben schon vollkommen recht, das Gegenstück zum islamischen Staat kann ja nicht der katholische Staat sein, sondern das Gegenstück zum islamischen Staat ist die offene Gesellschaft, ist der Verfassungsstaat, ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ist die Freiheit der Medien, ist die unabhängige Justiz und natürlich auch die parlamentarische Demokratie. Aber Herr Kern, wir müssen auch darüber reden, wer die heute gefährdet. Das sind zum einen in ganz Europa mit dem Ziel der Zerstörung Europas rechtsextreme Parteien, wie die Freiheitliche Partei, ist so. Auf der anderen Seite
auch jene, die gegen diese Freiheiten einen Überwachungsstaat aufbauen wollen, wie der vorliegende Innenminister. Aber die größte Gefahr, die kann man nicht abwählen. Die Freiheitliche Partei kann man abwählen, die Innenministerpartei kann man abwählen. Den politischen Islam kann man nicht abwählen. Und Herr Kern, das hat auch Ihre Partei in den letzten 10 Jahren sträflich unterschätzt. Wenn wir zusehen, nein, Herr Strach, im Gegensatz zu Ihnen, jahrelang haben Sie mitgemacht im radikalen politischen Islam in Österreich, habe ich recherchiert, habe ich dokumentiert, habe ich dem Verfassungsschutz die Unterlagen übergeben, habe ich dafür gesorgt, dass die Erdogan-Brückenköpfe verfolgt werden. Aber jetzt, Herr Kurz, gibt es ein wirkliches Problem. Das läuft alles aus Ankara gesteuert über Moscheevereine wie ATIP. Ich habe der Staatsanwaltschaft das übergeben und da wird ermittelt, wie türkische Agenten als Moscheevereine getarnt diese Republik angreifen. Herr Bitsch, Sie sind über der Zeit, aber der Punkt ist angekommen. Nein, Frau Milbern, nur einen Punkt, das ist mir wirklich wichtig, zum Herrn Kurz. Der Innenminister weigert sich, diese Erdogan-Tarnvereine aufzulösen. Er lobt ATIP. Er schützt ATIP, er schützt diese Vereine des türkischen Präsidenten. Und da frage ich Sie, warum? Wir haben ein Recht auf Sicherheit vor dem politischen Islam. Ganz kurz eine Replik hier den Innenminister. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Wenn es Möglichkeiten gibt, gegen Vereine vorzugehen, weil sie den politischen Islam fördern, dann sollte man das tun. Das war der Grund, warum wir das Islamgesetz geschaffen haben. Haben Sie das mit dem Innenminister besprochen? Grund, warum wir verlangen, dass die zuständige Abteilung im Bundeskanzleramt aufgestockt wird. Gott sei Dank gibt es jetzt auch die Zustimmung mittlerweile dazu, dass das Islamgesetz auch strenger vollzogen werden kann. Weil ein Gesetz ist immer nur so gut wie die Vollziehung. Und ja, wir haben problematische Vereine in Österreich. Ich war immer einer der Ersten. Warum werden die nicht aufgelöst? Und wenn, darf ich? Wenn das Bundeskanzleramt endlich das Islamgesetz vollzieht, dann wird es auch die Möglichkeit geben, gegen diese Vereine vorzugehen. Nicht. Und ich bin dankbar, dass ich auch den Efgani Dönmez in meinem Team habe, der einer der Ersten war, der auf diese Probleme überhaupt hingewiesen hat. Herr Strolz ist bitte kurz dran. Meine Damen und Herren, Herr Strolz ist kurz dran. Bitte schön. Sehr geduldig zugehört. Erstens vollen Respekt für unsere jüdisch-christliche für unser jüdisch-christliches Erbe und auch Verpflichtung auf die Aufklärung. Und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Wir müssen hier eine wehrhafte Demokratie sein. Und ich möchte, dass wir einführen ein Schulfach Ethik und Religionen. Wir können nicht einfach sagen, Religionen drücken wir ganz weg, sondern ja, Politik und Religion ist zu trennen. Und gleichzeitig für einen mündigen Menschen ist es wichtig, dass wir uns mit Religionen beschäftigen, weil sie einfach eine gesellschaftliche Realität sind. Und ich glaube, dass wir glasklar sein müssen in unseren europäischen Werten. Die Gleichstellung von Frau und Mann. Die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, all das, da dürfen wir keinen Zentimeter weichen. Ich habe vor 16 Jahren mit arbeitslosen Jugendlichen gearbeitet und mich hat es damals empört, dass hier zum Beispiel junge Burschen ihren Kolleginnen gesagt haben, beide mit Migrationshintergrund damals, wenn du einen Freund hast, dann bist du eine Hure, bist du eine Schlampe. Und die war 17 und konnte das nicht selbst entscheiden, weil auf sie Druck ausgeübt wurde. Und wenn ich die Burschen gefragt habe, und wie ist denn das bei dir mit Freundin und so weiter? Je mehr sie hatten, umso stolzer waren sie. Und für die Hochzeit war vorgesehen, eine Jungfrau muss es sein. Und diese Dinge wabern durch Österreich seit 20 Jahren und die Politik war nicht fähig, dazu Stellung zu beziehen. Ich bin nicht bereit, dass in Schulklassen junge Machos herum sind, die meinen Töchtern den Handschlag enthalten, weil sie sagen, aus irgendwelchen religiösen Gründen und so weiter. Und da müssen wir glasklar sein in unseren Werten. Aber auch fair, Religionsfreiheit wird bei uns geschützt. Und ich glaube, da braucht es einen politischen Konsens. Die SPÖ hat weggeschaut, die ÖVP hat bisher gesagt, gib mir nichts an. Und langsam finden wir Worte für diese Dinge und das halte ich für ganz... Danke, Herr Strolz. Eine Reaktion, Herr Kern. Nein, das mit dem Wegschauen muss ich korrigieren. Es ist ganz klar, dass der politische Islam ein Gegner ist für unsere freiheitliche Demokratie, für die Gleichberechtigung für Männer und Frauen, für die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Das ist nicht akzeptabel, das gehört bekämpft, sind wir uns einig. Salafismus ist eine faschistische Ideologie. So, aber was wir da an der Stelle jetzt auch wieder erleben, ist bei dem Islamgesetz, und ich kann dem Herrn Abgeordneten Pilz durchaus recht geben mit seiner Kritik, erleben wir, dass die typische Politikinszenierung in Österreich wieder stattfindet.
stattgefunden hat. Da wird ein Gesetz gemacht, das wird bunt bejubelt, dann erklärt man, man ist der Härteste von allen Knochen und zack, man räumt dort auf. Die Wahrheit ist, dieses Gesetz ist deshalb begrenzt vollziehbar, weil man sich gedacht hat, wir sagen das, es gibt schöne Überschriften, am besten in den Boulevardzeitungen, ein Fernsehinterview dazu und die Sache ist erledigt. Ist es aber nicht, weil das, was hier vorgelegt wird und das Einzige, was das Bundeskanzleramt prüfen kann, was wir konsequent auch tun, sind die Bilanzen und die Papiere, die uns die Vereine vorlegen. Und das ist dasselbe Problem übrigens bei der Parteienförderung. Weil auch dort wird nur geprüft, was die Parteien vorlegen. Da müssen wir, wenn wir Transparenz wollen, dann bitte richtig und dann keine Schlupflöcher. Ja. Und dann stellen wir uns nicht hin, klopfen uns auf die Schulter für was hinten und vorne nicht funktioniert. Weil das ist genau meine Kritik an der ganzen Integrations- und Migrationspolitik. Viel Rauch, viel Nebel und am Ende wenige Probleme, die gelöst werden. Ja. Eine Klarheitsrunde, meine Damen und Herren, brauchen wir noch. Eine Klarheitsrunde, was wir schon... Wir brauchen noch ganz kurzes Statement, bitte, von Herrn Kurz und von Herrn Strache. Ich habe ja in dem Bereich mittlerweile einige Erfahrung. Und was ich schon spannend finde, ist, die Statements all jener zu hören, die mich in den letzten Jahren in meiner Arbeit da ständig nur behindert haben. Als wir das Integrationsgesetz im August vorgelegt haben, zur Integration der Flüchtlinge in Österreich, hat es einmal monatelange Kritik der SPÖ gegeben, bis dann endlich doch ein Vollverschleierungsverbot und anderes beschlossen werden konnte. Als wir das Islamgesetz vorgelegt haben, welche Partei war es, die jahrelang versucht hat, dagegen anzukämpfen und bei den Verhandlungen versucht hat, es ja möglichst doch auszugestalten? Ja, weil das Gesetz unbrauchbar ist. Völlig unbrauchbar. Als wir das Thema der Islamkindergärten angesprochen haben, welche Parteien sind es in Wien, die nach wie vor Steuergeld jedes Jahr in die islamischen Kindergärten investieren. Es sind die SPÖ und die Grünen. Herr Kurz, bitte um Kürze. Ich würde mir schon wünschen, dass die Positionen, die da jetzt vertreten werden, irgendetwas auch mit der Sichtweise der eigenen oder der Position der letzten Wochen, Monate und Jahren zu tun haben. Ich bin immer nur geprügelt worden für meine Haltungen. Aber den gemeinsamen Qualitätsrahmen für Kindergärten, da muss man schon. Den haben Sie verhindert. Den gemeinsamen Qualitätsrahmen für Kindergärten. Den hat die ÖVP blockiert über Jahre. Was sagen. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist eine Vorstellung haben, was soll in den Kindergärten passieren, mit welcher Qualität. Natürlich, das ÖVP hat hier blockiert. Das Islamgesetz, das der Herr Kurz ja auf die Reihe... Wir haben jetzt zwei Diskussionen laufen. Ich muss ganz kurz zum Disziplin bitten. Das Islamgesetz, das der Herr Kurz ja auf die Reise geschickt hat und das er so in höchsten Tönen auch lobt und das so effizient betrachtet, ist ja in Wahrheit eine Katastrophe. Man beruft sich immer darauf, dass seit 1912 der Islam als solches anerkannt worden sein soll. Das stimmt ja nicht. Das war der hanefitische Ritus, der anerkannt war. Der Islam besteht aus so vielen Schichten und Strukturen, ob Schiiten, Salafisten, Wahhabiten etc. Ja? Das heißt, das nicht zu trennen, war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, die Glaubensgrundlagen nicht auf Deutsch sich vorlegen zu lassen. Ich muss ja sehen können und beurteilen können, ist da eine Religion, die genehmigt wird und entspricht die unserer Verfassung oder nicht? Und das haben sie nicht gemacht. Und das ist ein katastrophales Versagen bis hin, dass am Ende dann sogar noch die Kulturvereine Auslandsfinanzierungen erhalten dürfen und das natürlich nützen, weil die melden sich alle um und kriegen heute aus Saudi-Arabien und Katar ihre Subventionen, die sie möglich gemacht haben, natürlich über die Bande. Herr Strache, es nicht waren alle dran in dieser Runde, die Frau Lunacek. Aber das ist die Gefahr, da entsteht dann eine Parallel- und Gegengesellschaft, die gefährlich ist. Und da hat der Herr ÖVP-Chef Kurz bitte seine Finger maßgeblich drinnen. Ja? Das muss man ganz offen ansprechen. So, eines in aller... So, Herr Kern eines, macht noch eine Replik, eines, Frau Lunacek macht eine Replik. Eines, Herr Pilz, Sie haben es zuerst ausgeführt, bitte Herr Kern. Also ich denke, zu den Kindergärten ist das klar zu sagen, dort, wo Kinder indoktriniert werden, wo pädagogische Standards nicht eingehalten werden, sind die zur Verantwortung zu ziehen, dicht zu machen. Es gab allein im vergangenen Jahr in Wien 3000 solcher Kontrollen, sind etliche geschlossen worden und es geht weiter im ersten Halbjahr ganz genauso. Entgegen dem, was Sie heißen, es gibt nein, keine. Ja, aber wir reden über die Realitäten des Jahres 2017, bitte. So, und das Zweite in diesem Zusammenhang, Integrationsgesetz, ich finde es ein gutes Beispiel. 2015 haben wir erlebt, was passiert ist. Ich bin 16 in die Bundesregierung gekommen, habe festgestellt, da gibt es keine Grundlagen, um hier endlich die notwendigen Fortschritte zu machen. Das Einzige, was Sie interessiert hat, war Burka-Verbot und Kopftuchverbot. Verbot. Kann man darüber diskutieren, haben wir dann auch gemacht. Wir haben das auch gemeinsam durchgesetzt. Ich stehe da auch dazu. Aber wir haben in dieser Zeit, wo ich Verantwortung trage, die Mittel für die Bildung erhöht, weil das notwendig ist, damit wir die Probleme in den Klassen tatsächlich lösen und auch vom Arbeitsmarktservice das Geld zur Verfügung gestellt und immer wieder gegen Ihren Finanzminister und gegen die Intentionen der ÖVP, weil Sie ja gar kein Interesse haben, die Probleme zu lösen. Sie brauchen das ja als politisches Lebensthema, um den Österreichern zu erklären, warum sie unersetzbar sind und die Einzigen, die bei dem Thema sich auskennen. Ja, genau das
Genau das ist jetzt auch der entscheidende Punkt. Danke, Herr Strache. Islamforscher Strache war eine völlig neue Nummer. Danke Ihnen dafür herzlich. Also Herr Pilz, derjenige, der seit 12 Jahren vor dem politischen Islam in Österreich war, da haben Sie, nicht einmal noch gewusst, wie man Islam schreibt. Und waren noch bei allen Vereinen zu Gast. Herr Strache, das ist ein Missverständnis. Ich habe das voller Bewunderung gesagt. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist ein ganz anderer. Kurz, es ist ein Missverständnis. Es geht da ausnahmsweise nicht um Sie, sondern um Ihren Innenminister. Solange wir einen Innenminister haben, der als oberste Vereinsbehörde nicht hergeht und die ganzen Erdogan-Tarnvereine einfach auflöst, was seine Pflicht wäre. Das Thema haben Sie schon vorher ausführlich ausgeführt. Da geht es um einen weiteren Punkt und das möchte ich sagen. Mit dieser Spitzeltätigkeit werden Österreicherinnen und Österreicher ausgekundschaftet und bei ihrer Einreise in die Türkei verhaftet. Und sie haben keinen Schutz durch unseren Innenminister. Und ich fordere Sie auf, Herr Kurz, gehen Sie mit diesem Wissen und mit diesen Informationen morgen zu Ihrem Innenminister und sagen Sie ihm, er soll die Erdogan-Vereine nächste Woche auflösen. Haben Sie vorher schon gesagt, wir brauchen jetzt noch eine Reaktion von Ihnen, Herr Kurz. Nehmen wir zuerst die Frau Lunacek dran, ja, und Herr Kurz reagiert dann zusammen, bitte. Also ich finde es ja schon auch erstaunlich, wie das mit der ÖVP funktioniert oder mit der neuen ÖVP oder mit der Bewegung der Liste Kurz. Also für mich ist es schon auch so, da ist der Herr Sobotka der treibt da voran, der zündelt und dann irgendwann kommt der Herr Kurz und erklärt das alles mit schönen Worten und dann werden Nebelwerfer geschickt. So ist es nämlich auch mit dem Burka-Verbot. Das ist etwas, was keine Probleme löst. Die Burka oder der Niqab, das ist ja das, was im arabischen Gebiet verwendet wird, ist ein Stoffgefängnis. Das ist wohl klar. Aber dieses Verbot ist etwas, wenn Sie wirklich wollten, dass Frauen, die in Österreich das tragen oder tragen müssen, wenn Sie wollten, dass denen geholfen wird, dann braucht es nämlich schon seit langem die Möglichkeit, dass Frauen unabhängig von ihren Ehemännern ein Aufenthaltsrecht bekommen, wenn sie hier schon lange leben. Ja? Das ist nämlich noch nie passiert in keiner der Regierungen. Das heißt, wenn es um die Rechte von Frauen geht, dann ist dieses Burka-Verbot, so sehr ich diese Burka oder Niqab oder wie immer es heißt, ablehne. Es ist ein Stoffgefängnis. So sehr ist es ein Nebelwerfer. Sie versuchen hier sozusagen zu sagen, jetzt haben wir das alles gelöst. Die wirklichen Probleme für die Frauen, die lösen Sie damit nicht. Mhm. Danke, Frau Lunacek. Ja. So. Herr Kurz, Sie bekommen jetzt die Challenge, in einer Minute zu reagieren. Und ich möchte dann auf das Frauenthema zum Abschluss noch kommen. Also von mir werden Sie nie die Worte hören, jetzt haben wir das alles gelöst, sondern im Kampf gegen den politischen Islamismus stehen wir ganz am Anfang. Nachdem es da jetzt auf einmal bei einigen ein Umdenken gibt, hoffe ich sehr, dass sich das dann auch im Parlament so abspielt. Ich kann mich nur erinnern, die Beschlüsse waren andere. Also der Herr Pilz war noch dabei, als es darum ging, gegen das Burka- und Niqab-Verbot zu stimmen. Sie haben sogar als Grüne immer dagegen. Ich habe gerade erklärt, warum dieses Gesetz so einen Unsinn ist. Sie haben sogar, ich halte es für keinen. Das ist ein Grippemaskenverbot und ein Clownmaskenverbot. Sie haben damals auch immer sich dagegen ausgesprochen, als wir für Deutsch vor Zuzug waren, als wir für die Werteschulungen waren. Also bei allen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, gab es immer massiven Gegenwind und viele, die versucht haben, uns ständig zurückzuziehen. Auch in meiner Linie zur Türkei. Wie groß war die Empörung, als wir den Abbruch der Beitrittsverhandlungen verlangt haben? Danke, Herr Kurz. Was ich mir wünschen würde, dass dieses Umdenken, das hier auf einmal stattgefunden hat in der Migration, in der Integrationsfrage, dass das ein bisschen länger anhält und nicht nur für die drei Wochen Wahlkampf. Sie sind ein Meister der Falschinformation. Die ÖVP-Abgeordneten stimmen seit Jahren auf EU-Ebene, auf parlamentarischer Ebene gegen den Abbruch von EU-Verhandlungen in der Türkei. Meine Damen und Herren, ich mag es, wenn es lebhaft ist, aber ich möchte noch ein Thema hineinbringen, Herr Strache. Kurz, Sie sollten das mal... Die Positionen sind ja ausgetauscht. Ich möchte noch ein Thema hineinwerfen, Herr Pilz, geht auch an Sie. Es geht hier nicht nur um das Thema, wie man mit dem Islam umgeht, sondern es geht auch um anderes. Ich möchte eine Frage nur Ja-Nein machen, ohne Diskussion dazu, weil es aufgekommen ist, die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Wer ist für die Ehe für alle und wer ist dagegen? Also sind Sie für die Ehe für alle, ja oder nein? Hier gibt es zweimal Nein in der Runde von Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz. Ansonsten lauter Ja.
Und dann möchte ich noch auf das Thema Frauen kommen, das jetzt einige Male gefallen ist, aber ja nicht nur ein Thema ist, das mit dem Islam zu tun hat. Wir haben wieder in unserer Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern gefragt, was denn den Kindern und den Jugendlichen auf dem Herzen brennt. Und die Hélène hat das ja gesagt. Also, was mir weniger gut an Österreich gefällt und was ich auch als Bundeskanzlerin ändern würde, ist, es gibt auch in vielen anderen Ländern, dass Frauen generell weniger Gehalt bekommen als Männer und dass sie anders behandelt werden in der Arbeit und im Alltag. Ja, das hat die Hélène gesagt mit 11 Jahren, mit unserer Kooperation. Und daran würde ich gern knüpfen, eine Frage, die auch Ihre Grundposition vielleicht mit Ja und Nein darstellt, weil eine Maßnahme, die vielleicht zu transparenteren oder faireren Gehältern zwischen den Geschlechtern führt, ist eine Transparenz, eine Offenlegung der Gehälter. Sollen also Gehälter in Unternehmen offengelegt werden? So, da haben wir ein Ja von Heinz-Christian Strache, ein Ja-Nein von Heinz-Christian Strache, ein deutliches Nein von Sebastian Kurz, Ja von Christian Kern. Ein Ja von Peter Pilz, ein Ja von Ulrike Lunacek und ein Nein von Matthias Strolz. Der Vorschlag war, dass das in Unternehmen passiert. Herr Strache, Sie wackeln so mit dem Tafel? Mit der Tendenz zum Ja. Mit der Tendenz zum Ja, also eher schon. Herr Kurz, Sie sagen Nein. Was wollen Sie tun, damit Frauen gleich viel verdienen wie Männer? Ich möchte zunächst einmal mein Nein begründen. Also ich bin für einen gläsernen Staat. Wir brauchen mehr Transparenz, was mit Steuergeld passiert. Aber wir brauchen keinen Schnüffelstaat und vor allem keinen Staat, der bei jedem Bürger alles bis ins kleinste Detail kontrolliert und von jedem weiß, wie viel er verdient jedes Monat. Also das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft, um ehrlich zu sein. Daran habe ich eigentlich kein Interesse. Ich glaube, dass es wichtig ist, aber natürlich voranzukommen bei der Schließung der Gehaltsschere und auch beim Thema Frauen in Führungspositionen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in meiner Zeit im Außenministerium es zum Beispiel geschafft haben, von einer Sektionschefin auf 3 Sektionschefinnen zu kommen. Das sind noch nicht ganz die 50%, weil dann bräuchten wir 4. Aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, die Politik muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ist noch ein langer Weg, aber wenn wir alle wollen, dann werden wir den Weg erfolgreich gehen. Herr Kern. Ja, ich halte das für eines der wichtigsten Themen überhaupt. Meine Tochter ist jetzt 10 Jahre alt. Ich habe gesagt, ich möchte 10 Jahre Politik machen. Und wenn das erreicht ist, möchte ich, dass sie in unserem Land dieselben Chancen hat wie ihre 3 Brüder. Das ist mir ein ganz ein ernstes Anliegen. Wir haben da riesigen Nachholbedarf bei vielen symbolischen Themen, aber auch ganz besonders bei den realen Lebensverhältnissen. Wir haben heute zum Beispiel die Situation, dass die Hälfte unserer Frauen halbtags arbeitet. Wenn die Überstunden machen, dann ist es so, dass die nur 25% Aufschlag bekommen, Männer 50. Von den 300.000 Betroffenen, die weniger als 1.500 Euro in Österreich verdienen, sind 200.000 Frauen zum Beispiel betroffen. Und das müssen wir konsequent ändern. Und genauso wie die Altersarbeitslosigkeit, deshalb war mir diese Aktion 20.000 mit 20.000 zusätzliche Jobs für Menschen, die keine Arbeit gefunden haben, über 50, so wichtig, weil da wiederum die Situation ist, 35% unserer Frauen gehen von der Arbeitslosigkeit in die Pension und Altersarbeitslosigkeit ist die Konsequenz. Und diese Themen müssen wir ganz konsequent eins fürs andere beheben, damit wir wenigstens dem Ziel näher kommen und den Stillstand beenden. Herr Strolz, Sie haben Nein gesagt zur Gehaltstransparenz. Ich kann hier den Ausführungen von Sebastian Kurz zustimmen. Wir brauchen einen gläsernen Staat, nicht einen gläsernen Bürger. Eine gläserne Bürgerin. Das heißt, der Schnüffelstaat wird von uns ganz entschlossen bekämpft. Wir waren auch jene, die garantiert haben, keine Einschau ohne richterlichen Beschluss in das Kontoregister. Und ich habe eine Vision für Österreich, dass wir in 10 Jahren, Herr Bundeskanzler, da bin ich bei Ihnen, dort sind, wo Island heute ist, dass wir völlig unverkrampft in einer Gleichberechtigung leben. Die haben das geschafft mit viel gesellschaftlicher Bewusstseinsarbeit, aber auch, ich glaube, ich meine, eine Frau kann sie heute niemand recht machen. Geht sie arbeiten mit Kindern, ist es nicht recht. Hat sie keine Kinder, ist es nicht recht. Hat sie Kinder und ist zu Hause, ist es auch niemand recht. Und ich glaube, wir sollten hier ankommen in einer unverkrampften Realität, wo die Menschen selbst entscheiden, was sie machen, in Freiheit und Freiheit.
würde. Und der Staat hat dafür natürlich auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Da ist die Ausdehnung zum Beispiel der Kinderbetreuung immens wichtig. Wenn ich heute durch Österreich fahre, in manchen Landstrichen ist es einfach unmöglich, Beruf und Familie zu vereinbaren. Herr Strolz, Ihre Minute. Und deswegen müssen wir hier in einen Ausbau dieser Betreuungsplätze zum Beispiel gehen. Ja, zur Gehaltstransparenz haben Sie gesagt. Ja, klar. Und lassen Sie mich zuerst sagen, ich finde es ganz toll, dass die, glaube ich, 11-jährige Elaine sagt, wenn ich einmal Bundeskanzlerin bin. Es wäre wirklich höchste Zeit, das dass cool, Österreich auch einmal eine Bundeskanzlerin hätte. Und dass eine 11-Jährige das schon will, finde ich auch super. Aber ja, klar braucht es das. Und das hat überhaupt nichts mit einem Schnüffelstaat zu tun. In den USA ist es gang und gäbe, dass die Leute auch offen darüber reden, was sie verdienen, dass die Unternehmen das auch offen machen. Ja. Das geht ja darum, dass hier die Transparenz herrscht, dass man weiß, wie viel wer andere, der Kollege, der männliche Kollege gegenüber Frau verdient. Weil oft verkriegen sie mehr. Ja? Und wie man verhandeln kann, um das geht es. Hier Transparenz, das hat mit dem Schnüffelstaat oder mit Datenschutz auch überhaupt nichts zu tun. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen wollte, was schon ganz wichtig ist, und das erlebe ich auch in diesem Wahlkampf ganz massiv, ich möchte, dass mehr Männer auch aktiv gegen sexistische Witze, sexistische Sprache, sexistische Beleidigungen vorgehen und das auch äußern und nicht das alles so kavaliersdelikt gehen. Ich erlebe eine Situation, wo ich des Öfteren Beschimpfungen, Beschuldigungen bekomme, die Männer in dieser Art nicht bekommen. Und da braucht es auch Männer, die sich stärker dafür einsetzen. Vor allem auch im Netz. Und der Letzte, ist das, ja, im Netz sowieso, klar. Genau. Absolut. Danke, Frau Nunnacker. Und eines, wenn es um die Löhne, nochmal zu den Löhnen geht und die Gehälter, also auch wenn es darum geht, die Löhne und die Gehälter und die Kinderbetreuung. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da hat ein Mann gesagt, er hilft seiner Frau nicht. Da habe ich mir zuerst gedacht, wieso soll das gut sein? Der hat dann erklärt einem Freund, er hilft seiner Frau nicht zu Hause. Weil er wohnt dort und deswegen bügelt er seine Sachen selber. Und deswegen hilft er ja auch nicht beim Kind beim Wickeln, sondern er macht das selber, weil das ist auch sein Kind. Danke, also ich hoffe, dass dieses Selbstverständnis, dass Männer zu Hause nicht nur helfen, sondern ihren Anteil an Putzen, Waschen, Kochen und so weiter und Wegräumen auch selbstständig tun, das würde nämlich auch noch sehr viel helfen für die Arbeitsteilung. Da haben sehr viele jetzt mitgenickt. Da haben alle jetzt genickt. Herr Pilz hat noch eine Anmerkung. Ja. Ich halte das für sehr wichtig, was Ulrike Lunacek da gesagt hat. Und ich möchte noch eines ergänzen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und wir haben mitten unter uns Frauenarmut und Kinderarmut. Wir haben 130.000 Alleinerzieherinnen. Und ich kann Ihnen das deswegen so detailliert sagen, weil eine unserer Kandidatinnen, Maria Stern, sie war früher Sprecherin des Frauenvolksbegehrens, selber aus dieser Situation kommt und mir das alles berichtet hat. 130.000 Alleinerzieherinnen, davon 42% an der Armutsgrenze, 310.000 Kinder an der Armutsgrenze. Versprechungen in allen Regierungsprogrammen, auch im Plan A, beim Unterhalt, endlich staatliche Garantien abzugeben. Diese Frauen hängen davon ab, ob sie diese 250 Euro kriegen. Und die werden behandelt wie Bittstellerinnen. Das ist eine wirkliche Schande, Herr Kern, Herr Kurz. Sie haben diese Versprechen... Aber das war mein Vorschlag. Genau, ja, das Sie haben die Versprechen gegeben, das hätten Sie doch längst einlösen können. Ja, das steht jetzt im Wahlprogramm. Steht vielleicht in dem machen wir da nochmal, Herr Kurz, eine Nachfrage. Wer ist dafür, dass der Staat hier einspringt? Ja, und da gibt es noch einen kurzen Punkt. Und das ist Herr Bild, lassen Sie mir doch Ihren Vorschlag aufnehmen und das alle fragen. Wer ist dafür? Soll der Staat für Alleinerzieherinnen einspringen und den Unterhalt übernehmen? Na bitte, da haben wir eine 6-Parteien-Mehrheit im Parlament. Das ist ja die erste 6:0. Stellen wir das erste Mal, das schreiben wir gleich auf. Frau Milborn, sehr gut. 12. Oktober ist, glaube ich, eine Parlamentssitzung. Dann haben wir ein wunderbar konkretes Ergebnis. Ich werde diesen Antrag bei der letzten Nationalratssitzung einbringen und ich hoffe, dass wir ihn einstimmig beschließen können und dieses Unrecht beseitigen können. Schaut's Wenn wir das auf. Gemeinsam zusammenbringen, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Also ich finde das ganz eine Einigung am Plus. Gut, dann haben wir ein 6:0 dafür. Herr Pilz, das war großartig, was Sie jetzt gemacht haben. Das wird vielen Frauen helfen. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, weil Sie haben jetzt eine wirkliche Spontanläuterung bei meinen oder anderen Kollegen herbeigeführt. Gratulation, gut gemacht. Gut, eine schöne Einigkeit hier. Ich möchte Ihnen zum Abschluss... Frau Milford, ich war noch nicht dran. Sie waren ganz am Anfang dran. Ich war gar nicht dran zu dem Thema. Bitte. Zum Thema Frauen habe ich Sie als erstes gefragt. Da war ich nicht dran. Da haben Sie mit Ja und Nein gewackelt. Ja, aber Sie haben mich nicht begründen lassen bei aller Wertschätzung. Ist das Ihr Stil oder machen Sie jetzt drüber lustig? Begründen Sie, nein, begründen Sie. Also schauen Sie, das ist genau der Punkt.
Wenn wir von Frauen reden, und da wird ja all die Jahre alles Mögliche versprochen, ja, und ich komme ja selbst aus einer Situation, wo meine Mutter Alleinerzieherin war, die kämpfen hat müssen Zeit ihres Lebens, weil sie nicht viel gehabt hat, ja, aber mit dem wenigen geschaut hat, dass es uns beiden gut geht. Aber da werden die Alleinerzieherinnen im Stich gelassen. Die können schwer oftmals ja, ihre Arbeit mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Es gibt wenig Kinderbetreuungsplätze. Im Handel werden sie dann überhaupt im Stich gelassen ab 18 Uhr. Da haben Sie ein Ja, da haben Sie ein Ja gestimmt. Genau, aber ein bisschen möchte ich doch auch ausführen können, so wie alle anderen, wenn Sie so fair sind. Ja? Und wenn wir dann erleben, dass die Altersarmut, die angesprochen wird, die kommt ja nicht von irgendwo dahergeflogen. Das sind ja genau jene Frauen, die oft heruntergedodelt werden als Mütter, weil sie sich eben entschieden haben, für ihre Kinder da zu sein. Da sagt man dann abschätzig, Heimchen am Herd. Manche können Beruf und Kinder miteinander vereinbaren, aber auch sehr schwer, weil die Rahmenbedingungen zum Teil nicht optimal sind. Ja? Und dann lässt man sie am Lebensabend im Stich, wenn es um eine faire Pension geht. Da kriegst du dann keine Mindestsicherung. Ja? Und das ist genau das unfaire System. Und ich glaube, genau dort müssen wir ansetzen. Und das ist dann Wertschätzung gegenüber Frauen und nicht so Pseudodebatten, eine Bundeshymne zu verändern und textlich zu verhunzen, die keiner singen kann, aber keiner Frau was bringt und hilft. Ja? Aber Herr Strache, die Kürzung genau, der Pensionen ärgert, hat na, bei Schwarz-Blau angefangen. Das ärgert in den letzten Jahren, wenn man nämlich genau dort hineingeht. Gleiche Leistung, gleicher Lohn bis heute, nicht sichergestellt. Die Frauen, die gut gebildet sind, die setzen sich durch in der Gesellschaft. Keine Frage. Die Frauen, die weniger gut gebildet sind und dann Beruf und Kinder miteinander vereinbaren müssen, die bleiben auf der Strecke. Und genau dort ist Handlungsbedarf gegeben. Danke sehr. Dann schließen wir dieses Thema ab. Ich hätte gedacht, dass Sie das am Anfang sagen würden. Ich würde gerne zum Abschluss Ihnen noch mal zeigen, was die Kinder aus dem SOS Kinderdorf bzw. in diesem Workshop mit dem SOS Kinderdorf sagen, zu was, in dem Fall sagen Sie, was ein Bundeskanzler machen soll. Ich würde Sie dann bitten, in einem Satz in der Abschlussrunde zu sagen, was Sie machen werden, wenn Sie ins Parlament kommen oder in die Regierung kommen. Schauen wir uns mal an, was die sagen. Also der Bundeskanzler, glaube ich, dass der in Österreich so sagt, also der baut so, glaube ich, Regeln auf. Er muss sich in dem Land auskennen, wie die Leute sind und gegen was sie sprechen und wofür sie sprechen. Ja, eine Frau kann auch Bundeskanzlerin sein. Man tut doch als Kanzler sehr wenig schlafen. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde es bei mir jeden Tag Schnitzel geben, weil das die Bewohner glücklich macht. So weit also. Gehen wir es von links nach rechts durch, bitteschön. Also ich möchte diesen Schnitzelvorschlag aufgreifen und, Schnitzel, und massiv ja? unterstützen. Nein, das Zweite ist, man merkt, was, dass nicht mehr bei den was, Frau Milborn, was wir in dem Land verändern können, und zwar innerhalb kürzester Zeit, ist in einem der reichsten und schönsten und talentiertesten Länder nicht nur dieses Kontinents zu zeigen, dass all das, was wir heute an Problemen hier zu Recht diskutiert haben, in Österreich binnen 5 Jahren lösbar ist. Wir können Danke, das, Herr wenn wir ein wollen. Satz war die Challenge. Wir brauchen nur es die Politik dazu. Die Danke sehr, Herr Scholz. Also ich stehe dafür und wir NEOS stehen dafür, dass die Chancen wachsen für die Menschen. Ob das ist am Arbeitsplatz, wo die Arbeitsplätze wachsen, in den Familien, ob das ist in den Kindergärten, Schulen, an den Unis, in den Lehrberufen. Und wenn wir sagen, die Chancen sollen wachsen, dann müssen wir entschlossen den Filz bekämpfen, den parteipolitischen Filz, die Freihandelwirtschaft in diesem Land, die strukturelle Korruption. Und dafür steht NEOS. So vielleicht ein pinker Stachel im Fleisch des verkrusteten Systems. Danke sehr. Also, weil die Frage ja war, was denn so die ersten Dinge sind. Für mich sind es 2 Punkte. Das eine ist die Ehe für alle. Es kostet nichts, schadet niemanden und es macht einige glücklich. Und das zweite wäre gemeinsame Schule für alle 6- bis 14-Jährigen, damit die Kinder nicht mit 9 oder 9,5 Jahren entscheiden müssen, wie ihr Lebensweg aussieht. Herr Strache, bitte. Ja, was wir sicher brauchen, sind verantwortliche Persönlichkeiten, die auch zu ihrer Verantwortung stehen, die nicht nur reden, sondern umsetzen, Macher sind und nicht Nachmacher. Und vor allen Dingen, was wir brauchen, ist die Einführung der direkten Demokratie, damit eben nicht die Parteisekretariate hinten herum sich wieder Dinge ausmascheln können und letztlich ja, ich sage, über die Bevölkerung drüber stülpen können, wie zum Beispiel jetzt demnächst bei CETA, wie das manche hier vorhaben. Und natürlich, vollkommen richtig, Transparenz unseres Budgets, Steuersenkung, Arbeit ankurbeln, Wirtschaft ankurbeln und ein sicheres Österreich schaffen, indem man auch bereit ist, die österreichischen Grenzen zu schützen und zu kontrollieren, solange die EU-Außengrenzen nicht gesichert sind.
Herr Kurz, bitte. Ganz schnell machen, drei große Ziele, nämlich erstens die Steuerlast für arbeitende Menschen reduzieren, damit Menschen, die arbeiten, wieder mehr zum Leben bleibt. Zum Zweiten die Ungerechtigkeiten, die in unserem Sozialstaat entstanden sind, beseitigen und die illegale Migration nach Österreich stoppen. Herr Kern, zum Abschluss. Also ich bin der Auffassung, es ist mein erster Wahlkampf, wir müssen diese populistische Spirale stoppen. Und das ist die wichtigste Aufgabe nach dem 16. Oktober hin, wieder zu einer lösungsorientierten Politik, die die Hoffnung der Menschen stärkt und nicht ihre Ängste schürt. Die darauf setzt, dass wir jetzt ein Land sind, in dem es immer klar war, dass die Starken stolz sind darauf, dass sie sich um die Schwachen kümmern. Ein Land, das die Spaltung vermeidet, das mit Hetze aufhört und wo wir versuchen, das Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen. Und damit letztlich in Österreich jeder die Chance auf ein geglücktes Leben hat. Und zwar ganz egal, ob seine Eltern arm oder reich sind, welchen Vornamen er trägt und in welchem Viertel er aufgewachsen ist. Große Fragen, meine Damen und Herren. Vielen Dank an die Diskussionsrunde. Herr Pinz, Herr Strache, Herr Kurz, Herr Kern, Frau Lunacek und Herr Strolz, schön, dass Sie da waren, meine Damen und Herren. Falls Sie zu Hause jetzt immer noch nicht wissen, genau wer Ihnen entspricht, gibt es noch Gelegenheiten. Nächsten Sonntag gibt es eine Elefantenrunde auf ATV. Morgen schon Duelle mit Sebastian Kurz, Ulrike Lunacek und Matthias Strolz. Und jetzt sofort gibt es das Ergebnis der OGM-Analyse. Wer in dieser Runde hat am meisten überzeugt? Damit keine Pause. Danken wir fürs Zusehen und bleiben Sie unbedingt dran. Danke an Sie und danke an Sie im Publikum. Danke. Schönen Abend.